Ich muss noch ins TS nehmen. Connected. Channel switched. Ja, ne? Ich bin ja gleichzeitig schon live. Ich weiß gleich Bescheid gleich. So, ich komme jetzt. Hier. Die Einstellungen haben alle funktioniert. Bin jetzt nämlich auf YouTube live. Oh. Sondern bei dem anderen, bei dem Lilane. Ja. Ja, auch schon 3 Zuschauer. Willkommen im Stream. Hallo. Müsste ich nur mal Lebenszeichen im Chat sehen, dann weiß ich, ob das so funktioniert. Schick mir mal einen Link. Schick mir mal einen Link. In Discord. Feedback gebe, ob es leckt oder so. Wow. Und ich bin gerade in der Drachenflucht und denke mir, scheiße, was ist jetzt los? Wer geht denn da Luft zum Boss? Oder hat doch jemand schon eine Teleporter auf dem Server? Kannst du mal gleichzeitig Lernzeichen im Chat, genau? Oh, wenn ich was vergessen habe, Titel hinzufügen und so. Da hast du ein Lebenszeichen. Das warst du, okay. Irgendwie sehe ich den Chat nicht. Also ich für mich.
Okay. Hast du mal refresh? Wenn ich refreshe, ist er offline. Okay. Ich sehe den Chat nicht. Siehst du, was du da sagst, oder? So, Titel ist jetzt drin, Game ist drin, das habe ich nämlich vergessen. Ups. So, jetzt müsste ich den Chat sehen, aber alles, was vorher geschrieben wurde, sehe ich natürlich nicht. Imbi hat schon Twitch kaputt gemacht. Jawohl, Chat funktioniert. Es funktioniert, Hype! Sehr schön, sehr schön. Nur nicht so, wie ich will, ne? Warum ist euer Chat nicht im Stream? Ah, jetzt kommt er. Das wäre auch lang. Aber er bleibt nicht. Warum bleibt er nicht zu lesen? So, jetzt müsste Chat länger zu sehen sein. Wie sieht denn das Game aus von der Quali her? Muss nochmal mal Feedback geben, weil ja, ich würde gern hochdrehen, um zu sehen, was Twitch damit macht. Wie meinst du von der Qualität? Ist das Bild scheiße, ruckelt's, also das scheiße aussieht, weiß ich selber. Ich spiel so. Nur ich würde es halt gern schöner machen, ne? Wir haben hier vor unserer Base eigentlich Gras. Ich zeige euch doch mal vor dem Alusar hier, da sieht man noch ein Fitzelchen, was die Grafik übrig gelassen hat. Ne? Sieht fast schon ziemlich gut Ja. aus. Es ruckt immerhin nicht. Okay, ich drehe mal hoch und dann gucken wir mal, ne? Wir müssen ja gucken. Jo. Du kannst weiter zocken. Ich habe mittlerweile Mache ich auch bewegter Chat. währenddessen. Ich Ne? will dich doch nicht von irgendwas abhalle. Wir fangen mal mit Auflösung an. So. Wieder zwischendurch warten, bis die Eier nachgespawnt sind. Ich mach mal da das scheiß Lichteffekt weg. So, Auflösung Türex sieht schon mal schick aus. Ich bewege mich mal, ich mach mal, ich guck auf die Base, guck wieder weg, guck in die Welt, guck wieder auf die Base. Ja, bei mir ruckelt es mal nicht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt brauche ich Feedback wieder im Stream. Wenn ja, würde ich nämlich weiter fummeln.
Niemand braucht Schatte, also Schatte stelle ich nicht in. Nachbearbeitung hoch, habe ich immer hoch. Textur episch, Kantenbrettung episch. Sichtweite, bleibe ich erstmal hoch, nicht, dass ich die gleich sprenge, du. Und Weltpuffer machen wir auf episch, Auflösung voll hoch. Anwenden. Speichern. Jetzt hat er mal wieder das Licht gemacht. Guckt er die Kacke an. Zum Glück gab es da ein paar Ingame-Befehle. So, aber irgendwie, das ist Bodendichte, gell, was ich will. Machen wir ja. Langsam anwenden, speichern. Ah, guck mal, Gras. Da ist Gras. Niemand braucht Gras in Ark. Ich will's. So, leckt's bei mir? Ne, ne, wenn ich mich spüre, leckt's mit. Rex hat keinen Sattel, ich wollte jetzt auf der Rex hupse, super. Ding, wieder runter, hupse, zack, Fliege, Knalle, Bumme. Ja, ich würde sagen, es ist flüssig. Oh Mann. Läuft nach wie vor wie flüssig. Okay. Ja. Das ist gut. Ah, der Follower Streife läuft auch, weil du gefollowt hast. Ja, deswegen habe ich das gemacht. Ah, hast du gewusst, dass ich sowas eingebaut habe? Ja. Der das auf sich hält, hat sowas. Gut, es laggt nicht und somit kann ich jetzt loslegen, ganz normal zu spielen. Ich muss mich nämlich dort drauf konzentrieren und dabei kommt wieder was drin. In dem Moment, wo du gesagt hast, es laggt nicht, hatte ich einen Dienstag-Lag, ne? Soll ich einen Standardspruch machen? Weiß nicht, das ist Nö, jemand, wo eigentlich schon einen Sturmtruppler-Helm hat. Aber okay, okay. Feechen, willkommen bei den Sturmtrupplern. Hier, nimm deinen Helm entgegen und reih dich in die Reihe ein. Delay habe ich gerade. So, aber Feechen, Netstream, gucke online kommen. Ich brauche dich, ja, als Arbeiterin hier. Die Allosaurian Alke-Sattel da. Netstream schaue, da ankommen. Und die Megalanias hast du, glaube ich, auch das Sattel gehabt, oder? Oder warst du das, Sarudin? Ich weiß nicht. Einer von euch hat das Nein, Sattel gehabt. Doch. Die stehen Ach so, da rum doch, und ja, brauchen ein A-Sattel. Wow, und die haben da unten noch nicht mal aufgerahmt. Ja. Ich muss erst lernen mit dem Wingsuit. Eieiei. Ja, Terzi, Megalanias, das steht alles noch rum. Ich brauch Tribe-Mitglieder, naja. Okay, wenn du das machen willst. Du ich bist ja treuer Sturmtruppler von mir. Und ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger. Bitteschön. Ah, Silvan. Kennst du ja alle Silvan. Ja, wie gesagt, ich sehe den Chat ja auch. Ja, der ist ja bei unserem Discord sehr aktiv mit dabei und hat da auch schon Rechte und so. Deswegen habe ich jetzt das doch mal gemacht, wenn er schon anbietet tut. Dann lasse ich ihn auch. So kann Feechen nämlich zocke komme. Feechen wird er bestimmt danke, dass er jetzt arbeiten darf. So. Die Sättel sind eigentlich all of Aberration, oder? Ich kann das bestimmt noch schöner machen, wenn es nicht lecker tut. Komm, gib mal nur volle Power. Speichern, ab geht die Keder.
Ich werde es alles sagen, im PvP muss es klar setzen, damit du den Gegner siehst. Ich weiß nicht, 5000 Stunden Arc, ich glaube, ich weiß, was Gras und was Player ist. Oh nee. Ich find's schade. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass mein Imperium-Symbol, das ich eigentlich über in der Chatbox. User joined your channel. Dass ich eigentlich in die Chatbox gepackt hab. Der Chat überblendet hat. Das war dann nicht so schön. So, Silvan, schau es dir an. Bist du noch im Stream? Ich hoffe es doch, Silvan. Guck, das Imperium hat sich beim Unreal Drive abgeschaut und hat dann das draus gemacht. Ja. Das ist überdimensionales Gattehäuschen. Ich möchte gar nicht wissen, wenn das normal gebaut wird, wie riesig das dann wäre mit der Pflanzenmenge. Und bei uns ist es 3 mal 5 Gartenhaus. Dann haben wir ja noch den Vorteil, dass das Plus hier auf dem Server ist, mit den Typen hier. Die machen das ja dann alles automatisch, für die Leisereien mache, Samen raushole, Früchte raushole, CGO alles, ne? Ja, läuft, läuft. Hast du was anderes erwartet? Dass es beim Imperium nicht übertrippt wird. Ja, wir übertreiben immer. Das war so das Ding, alle Pflanzen, die es in Ark gibt, 10-mal. So der Stand der Dinge. Hier nimm deinen Sturmtruppler-Helm entgegen und reih dich zu den anderen Sturmtrupplern in die Reihe ein. Ja, geht gut los, doof, Twitch. So, was machen wir, Sarah? Was machen wir? Was steht an? Erstmal. Ich bin am Einlocken. Alles klar. Erstmal aufrahmen, würde ich sagen. Kann wer von euch die Megalania-Sattel? Ja. Dann machen wir 10. Mache ich. Archie-Sattel. Wer hat denn drauf? Kann sein, dass wir noch einen haben. Ja, auf Aberration. Nein. Oh, da hätte ich vorhin mal dran denken müssen. Wir haben ganz viele Megalania-Sattel auf Aberration. Warum sieht denn das Skelett-Bronto so kacke aus? Hier sieht der kacke aus. Sieht doch ganz normal aus. Ich finde das cool. Wenn ich so an den Fuß laufe, das sieht so plastik aus. Irgendwie, doch rennt da die Textur doch nicht. Silvan, was gibt es für Mod-Symbole? Schwertmänner. Wobei ich die was ist denn die Kronen, wo jetzt Wall N80 im Chat hat? Twitch Prime. Ah, okay. Das hat jetzt nichts mit meinem Twitch zu tun. Okay, alles klar. Nein. Ja, kann ich mich nicht was verkehrt hingestellt haben, ne? Ja, weil er halt schreibt, er ist glücklich, er hat sein Schwert und die Chat, er hat sein Schwert im Chat und die Mod-Symbole. Ja, das Schwert hat er ja jetzt von mir gekriegt, weil ich ja weiß, er macht kein Mischt damit. Es ist ja jetzt zwar Twitch-mäßig für mich neu, also heute, das erste Mal live, aber er ist ja bei mir schon länger unterwegs auf YouTube. Man macht ja erst immer YouTube, bevor man auf Twitch geht. Michi TV, hier nimm dein Sturmtruppler-Helm entgegen und reih dich zu den anderen Sturmtrupplern ein. Go Impi schreibt er im Chat. Schön. Warum kann ich nur Zwergsättel machen? Da fehlt doch schon wieder irgendwas. Ich tippe auf Leder. Ach echt? Ich weiß, wer du Killer da gefarmt hat bei uns. Ich hab dem Only Skill gesagt.
Er soll Leather farmen, bis der Rex nicht mehr Stamina rennen kann. Und er ist aber trotzdem heim in die Base gekommen und konnte mit dem Rex immer noch rennen. Das heißt, es war zu wenig. Und jetzt kann ich wieder kein Rex-Sättel machen und muss selber Hautfarme gehen. Weil der wieder so faul war. Und obwohl der Server auf mal 5 Farme steht, findet er es echt zu viel, nur ein bisschen Haut zu holen. Und der Michi TV, ne? Der guckt sich ja lieber das Stream an, statt on zu kommen und zu helfen. Die Rexe, die rauskommen sind, das waren die 9er, oder? Waren das die 9er? Ja, das sind die 9er. Jetzt mal gucken, dass wir das noch höher kriegen. Nur noch 150er Tame. Und dann hoffe, dass wir was reinkriegen. Wie sie alle weißer Rücke haben. Wahnsinn. Du musst das Fähige schicken, Fähige, weil es nicht was abgeht. Neuterze ist das, wo unten steht, oder? Aber ich habe ja gesagt, ich habe es falsch vom Farm her geskillt. Tut nicht das Sabertooth-Mordshautfarben? Oder ein Tüler? Terzi. Ja, Terzi, ich hab mal Terzi, aber falsch. Müsste ich mal ein neues Tier, das dauert dann auch wieder ewig, bis es fertig ist. Ach so, danke Silber für das Bild. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Terzi. Das ist ein gutes Terzi. Und das ist ein schlechtes Terzi. Stegos werden immer noch gezüchtet. Ich hab das doch ausgemacht. Ah ne, das ist Romeo. Das ist schon ein guter Stego. Und das da, was ist das? Allosaurier. Okay. Wie ich, du hast Allosaurier. Ankylo ist auch ein sehr guter Do. Wer hat noch kein Ankylo? Das do. Ich will ein Ankylo, ich will ein Terzi und meine Arisch. Ja, wo sind denn die Morphidons? Im Kühlschrank. Guck mal in den Kühlschrank. Die Morphidon. 2, 4, 6. 6 kriege ich die durchgefüttert. Da ist auch nochmal ein Kilo. Das ist auch nochmal eine gute. Nochmal Stego und das da. Also ich habe noch 2000 Leder gefunden. Noch Stego, noch Stego. Das sind noch schlechte Stegos. Muss nur einfach schlüpfen lassen und zu der anderen Stelle. Drache, ich weiß nicht. Alles Low-Drache da. Ja, ich zieh mal jetzt. Achso, willst du ein Feuerdrachenei? Hast du gutes? Also, ja, guck mal in der Hatchery. War ich doch gerade, oder? Weil dann hast du mal ein. Ich hätte gerne Blitzcut, aber wenn der du mich jetzt überzeugt. Da ist ein 160er Feuer. Du willst Blitz, dann nehme ich den Lied. Hast du schon ein Feuer? Ja, ich will nämlich eigentlich ein High-Level-Blitz. Ich hätte sonst den erstmal abgedrückt und noch auf neu gewartet. Ich habe bis jetzt nur Gift, ich kann also nicht im PvE kämpfen damit. Ich habe da immer Probleme dann. Ja. Weil wenn du mir jetzt das Feuer gibst, dann nehme ich das Feuer. Ja, nimm erstmal den Feuer. Alles komm, jetzt hast du gerade kurz Zeit. Tiere hier werfe und dann ja. Wenn nicht, lege ich sie nochmal ab. Ja, dann komm mal zu dem Eingang dieser Drachenschlachthöhle unten. Feche, ich hab's jetzt kurz in den normale Kühlschrank gelegt, ohne. Weil ich jetzt zu dem muss. Mit was soll ich kommen? Drache am besten. Du hast ja einen, oder? Ja, ja, einen Drache. Ja, das ist egal eigentlich. Du, nimm was, was nicht so lahmarschig ist und ein bisschen weht hat.
Ach so, Silvan, gut, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt direkt Nachricht gekriegt. Beim Fliege leckt es ja doch schon ein bisschen. Zumindest sieht es im Stream so aus. Ja. Leckt es bei dir, Silvan, beim Fliege? Ich habe das Gefühl. Jetzt nicht mehr. Eben hat es ein bisschen. Doch, ich hab's Gefühl, es leckt ein bisschen. Kommt übrigens entgegen schon, ne? Also was? Achte mal auf den Witz, wenn der lahmarschig ist. In welcher Höhe? So wie du. Ja, ich mach den Sturzflug zum Megalania-Strand. Das ist doch der Ausgang, den du. Ah, ja, du bist schon. Da, hier. Landen wir hier einmal. Ja, wie viel Teddy Rüstung kaputt stand, ist dann da gleichzeitig die Rüstung im Arsch. Ja. Aber du musst nur die Rüstung wieder reparieren, dann ist der Ratte. Also wenigstens wird selbst geht nicht kaputt. Ja. Also wann das sagte, Stream läuft flüssig. Bin ich schon glücklich. Okay. Dann lag vielleicht an mir. Ui, was patschen du denn mir alles drin? So, die sind alles leider Low-Level, aber ich hab, wie gesagt, drei Gift-Eier-Low und ein Feuerei-Low. Hat mir nicht wirklich viel gebracht. Du weißt, dass es noch eine zweite Schlucht gibt? Ja, aber da kommst du ja sogar von der einen aus rein. Aber das Problem ist, wenn du da reinfliegst, dann spawnt hinter dir schon alles wieder nach. Dann kommst du nicht mehr zurück. Im Moment mache ich es so, dass ich halt die ganzen Drachen aus der Schlucht dann in den kleinen Turret-Turm ziehe, den ich mir da aufgebaut habe. Ach, der ist von uns? Jo. Lol, ich hab's letztens schon gedacht. Oh, fuck! Nein, der ist nicht von uns. Den habe ich vor 2 Stunden gesetzt. Ah, okay. Arc läuft einfach nicht flüssig, denn den Freeze habe ich auch gerade in-game gehabt. Ich weiß nicht, was ich da aufgebaut hat. Es war meines Wissens nichts in der Nähe. Und jetzt kommt erstmal Base, ne? Und ich fliehe auf die Base zu flüssig. Arg einfach. Holst du dir die Eier selber aus dem Drache wieder raus? Ich hab du kannst die auch, schmeiß die einfach vorne vor die Base. Ja, schmeiß den mal von Friday. Okay, doch, ich hole die. Ich bin schon auf Parkplatz. Ja. Wir ich brauchen dringend Steine. Och, nee, wir brauchen Letter. Ja, ich habe leider nichts zum Lederfarmen, damit hätte ich die ganzen Drachen abbauen können. Beim Larve ist nicht schön. Ich drehe wieder runter. Machen wir einfach mal das Gras weg. Das müsste schon ordentlich was ausmachen beim Larven. Ja, das hat's ausgemacht. So, Terzi-Sattel muss möglich sein. Ich glaube einfach von der Zucht. In meinem Drachen ist ein ganz bisschen Leder übrigens drin. Ich glaube von der Zucht, die Larven eh nicht rum damit. Da ist doch ein Sattel Blueprint direkt in das Mittel. Der Blueprint oder hast du schon gefertigt? Der ist gerade am Fertigen. Bis du da bist, ist er bestimmt fertig. Also das Stream selber läuft. Das finde ich gut. Dann haben wir nur die Freeze vom Arc selbst. Das ist gut. Finde ich super. Tatsächlich, durch dieser Blueprint dann nehme ich den und dann bin ich Haut organisiere.
Mache ich aber nicht lang, weil das ist für das Stream nicht spannend. Oh, vielleicht finde ich ja was zum Tamen. Habe ich was Tame-mäßig dabei? Nimm was zum Tame. Hast du eine Flinte? Okay, hast du dabei. Ich habe alles. Ich habe keine Darts. Ich tame mit der Armbrust, weil die so high ist. Ach so, ja, stimmt. Du hast ja so eine. Ich wundere mich gerade über 250 Darts, die ich dabei habe. Wow, wenn man Dino hochlädt, ist sogar an der Seite die Bemalung weg. Okay. Sanftes Farm, hast du gesagt, gell? Ja. Also dann setze ich nochmal 11 Punkte in sanftes Farm. Gut, dann gehen wir mal hart organisieren. Tja, dann jetzt habe ich nur mal Lichtschwert da oben. Okay, Imperium-Symbol. Muss ich da auch nochmal rumfummeln. Schade, schade. Oh, Allosaurier-Herde. Viecher. Hellhörig. Ist was Gutes dabei? 145er Weibchen. Ja, Tame. Mit was? Komm mit dem Quetzel her. Und Quäpter, ne? Ich hol. Ich wollte raus. Ich wollte raus. Ohne die Torreihe Richtung Vulkangebiet. Ich bin nicht weit. Ja. Ach, ich weiß nicht, welche das sind. Ich hab noch nie auch hin. Einfach Quäppe und in die neue Box nehmen. Welcher? Der Schweif. Der ganze grüne, ohne dunkel, einfach komplett grün. Ich wollte gerade sagen, meinst du, ich sehe von hier oben einen Schweif? Jo. Die andere schnetzlich. Ah, komm mal her, wir haben euer Freund gerippt. Komm her. Ja, und jetzt ist es ein Down. So, ich muss mit C farmen, damit ich mehr Haut kriege, wenn ich mal erzählt bekomme. So, ja, so 400 Haut hat's gemacht. Muss man nämlich aufpassen. Ich muss mit dem Schlag aufpassen, damit es mit dem C klappt. Gott, habe ich das Skorpion geschnetzelt? Hat er alle Hunger oder was? Einfach wenn man noch kämpfen muss, ist es ein bisschen schwierig mit C-Trigger. C ist doch auch eine Attacke. Ja, aber nicht so wirkungsvoll. Sicherin, kannst du den Allo tame? Der ist unten im Tame-Gehege. Ja klar, ich muss mir nur wieder Narko-Zeugs holen, ich dann irgendwie alles. Ja, genau, Silber. Ja, genau. ich stream, ich darf nicht farmen, das ist langweilig. Steko braucht man ja auch ein neues Futter, ne? Da ist ein männlicher Kentru 145. Haben wir auch noch gar keine Zucht, ne? Ne, die haben wir noch nicht, ja, mal. Die brauchen wir, das sind so Gigakiller. Die Megalanias müssen wir wieder komplett eliminieren. Warum? Weil die so eigentlich nicht wirklich sinnvoll sind jetzt mehr. Welche der Chat bleibt immer noch nicht stehen. Ja, das hatte ich dir vor 10 Minuten schon geschrieben. Ja, ich hab dich ignoriert. Kann man später ja gucken. Saradin, schaust du das Stream? Ja. Der Kentro vor mir, weißt du, wo das ist?
Haben wir noch irgendwas, wo wir den reinschmeißen können? Kleinere Taming Box Bastarionin. Die ist auch schon gebaut. Ja. Die ist gleich neben der großen. Okay. Wo gestern war übrigens hier unten bei den Taming-Boxen zwei Griffins, ne? Wild. Gutes Level. Ich bin, wo ich disconnected bin, weil ich aufgehen wollte. Ich habe mich aufs Bett gelegt, wollte mich ausloggen, in dem Moment sind mir die Damage-Zahlen aufgefallen. Der war gerade dabei, unsere ganzen Rexe da unten platt zu machen. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass das nicht passiert. Oder ein paar Turrets hinstellen mit wilde Tiere. So, ich Der habe hier? nochmal was ingestellt. Ja, der Dunkle. Habe jetzt nochmal was ingestellt. Ja, müsste wohl hier mal was chatten. Halt den Kreis. Ja. Das ist das Männchen, ne? Ab dann wieder Weibchen. Außer 150er Männchen wird gefunden. Ich hoffe, der piekst dich nicht unterwegs. Ich hoffe, ich schaff's gleich, den im Gehege abzustellen. Hast du Matten im Inventar? Wisst ihr, was verwirrend ist? Ich sehe den Chat in dem Nein. Fenster. So, du hast jetzt den silbernen Hype geschrieben, bis das mal im Stream erscheint. Da denkt man sich, der Chat funktioniert gar nicht mehr. Was habe ich jetzt gemacht? Oh nee, wir hatten. Ah ja, okay. Das bleibt schon mal länger stehen. Ich glaube, ich habe die richtige Einstellung. Sehr schön. Also der Chat geht dennoch weg. Man kann einfach nur die Zeit verlängern, wie lange es zu sehen ist. Was für ein Konto habe ich mich da angelegt? Was für ein Level ist denn das? Oh, dann fährt schon, ne? Oh, sag mal. Ja, da kommt doch so nach wie zu schon. Ja, mach den mal. Ja, gefunden. Ach, was geht's denn nicht? Ja, fast 500 Haut. Ich bin fast mit dem Kentro. Okay, dann mach's so. Das ist noch nicht in dem Taming-Gehege, ne? Ja, Silvan, es bleibt stehen. Ja. Aber dennoch nicht für immer. Kannst du mir Matten holen? Ja, ich muss dann aber auch erstmal abkommen. Kannst du mich überholen? Ich hab schon so ein Agentavis. Nein. Hol ich fast 500 Haut raus. Da hat sich ja dann doch schon gelohnt, wenn man so immer den Schnitt fast 500. Der Campo liegt. Ist, glaube ich, arg Narkotikfresser, pass auf. Ich habe auch kein Narkotik hier unten. Scheiße. Hammel ist im Allo. Verdammt, ich habe zu spät aufs Level geguckt. Da ist so Stego, Mensch, hier 150. Die Stego-Zucht läuft hier noch nicht richtig, weißt du? Mist. Ich muss bringen noch schnell einen Kratek. Danke. Kentro täme mich doch mit Bären. Ich hätte nichts mit Oder Bären. womit? Gut, jetzt klär ich hier ein Schitto, wie es abhaut. Ist auch im Allo. Danke dir. Ja, ich glaube, der Alu braucht kein Narkotik, der ist ganz gut. Jetzt kontrolliere ich lieber, was ich durchschnetzle. Die Michelanias-Sattler hast du angeschmissen? Nein, ich guck kurz, ob's da ist. Sonst schmeißt so viele an, wie du kannst, weil wir haben gar keine Sättel hier. Ja.
Ah, man merkt immer echt, was hinter dem ganzen Stream steckt, wenn man sich selber dran hockt und streamt. 9 Stück. Dann sieht man, was das für Fummelei ist. Ich bin heute da waren wir erstmal ganz normal einkaufen und so. Und beim Einkaufen schon überlegt, ja, wie könnte ich man das gestalten und aussehen, macht man sich die ganze Zeit Kopf. Kommt dann, ja, Ems oder zwei kommt man dann heim und dann fängt man rumzuprobieren und dann klappt es nicht, wie man will. Und oh. Ja, jetzt sind wir hier online. Ich habe nochmal ein Kentro 145er Männchen. Ich würde es einfach tame und die zwei vergleichen. Ja. Okay, ich bin ohne am Strand für Schwarzenabit. Achso. Ich bin jetzt alleine, so Rudi muss AFK, der schmeißt mir gerade noch Team. Kann Schwester dann holen. Du trägst beide Tiere hoch und kommst mit dem Plätzchen runter, werfst schnell hin, kontrollierst die Tiere nochmal. Dann tame schnell erst, so, müsst doch hier haben, oder? Mal gucken. Und über mal so weiblicher 150er Archie. Oh, wenn ich was ich vergessen habe, der Link zum Server. Falls jemand sich für den Server interessiert. Und ich auch vergesse. Wo genau bist du oder wo genau ist das Kentro? Runakflur kommt an den Strand. Das sind dann schon die erste kleine schwarze Stähe und so. Das ist aber unser Bergseit noch. Er war halt durch schwarzes Gebiet, ne? Er hat ein blauer Türkis, blau, ja, Schuppe und Rücke. Wo ist denn jetzt der Archie? Der Archie wäre echt der Hundetame, wenn ich ihn wieder sehe. Wie ist er das? Ja, der Archie wäre wohl der Hunde. Kannst du was Kleines töten, damit ich Damage-Zahlen sehen würde? Ich hab nichts da. Ne, ich hab nichts da. Ja, doch, jetzt krieg ich was. Kriegst du? Fertig, schon wieder fertig. Ja, vielleicht nochmal. Lauter, es kommen Zweier. Gelbe 2. Eine gelbe 2 entsteht. Ich kann mir das nicht lang gefallen lassen, als die Rüstung kaputt. Du kommst ja doch schon. Ja, hab's gesehen. Da, der Kentro vor deiner Nase ist es schon. Oh, scheiße, jetzt hab ich der Archie geditcht. Scheiße. Die Farbe von dem Kentro ist hübsch. Sag ich doch. Wir nehmen den, weil er hübsch ist. Oh, ich werde der Archie noch mal. Ich glaube, Chatbot hatten wir uns auch noch schon drüber unterhalten und was der alles soll und was der alles kann. Und was der alles können soll. Aber das ist so eine eigene Geschichte. Ich glaube, der hat auch noch mal doppelt so viel Arbeit, was das, was wir jetzt haben. Okay, Archie haut ab. Die Pfeile Geschichte. Hab ich das? Nee, hab ich nicht. Der Archie kommt ja irgendwann wieder auf Ender zu, oder?
Möglich, oder er ist zu weit weg, Außerdem ist sodass er er bei sich sozusagen noch Level entfliehen 7 ins kann. Meer geflohen und dann ist eh tame Schicht. Weil wenn er mal über Meer runterfällt, ist er sowieso abgesoffen. Da haben sie was hingefügt mit der Wegrennerei. Früher haben die Dinos gekämpft bis aufs Blut. Und jetzt, ja, außer Rennen, da war ich weitergekommen. Nee, man wird von arg dazu gezwungen, überall so kleine Boxen hinzustellen, um Tiere reinzuziehen. Die Server sind dann vollgeklatscht mit Strukturen, weil Tame und nicht mehr anders da geht. Willkommen im Stream-Chaos. Schön, dass du ihn geschaltet hast. Heute ist mein Twitch-Debüt. Ich flitze mit dem Rex da noch. Für ein Level. Ach Gott. Ach Gott, das ist einfach nur Haut. Ah, wir brauchen, wie heißen die da? Oviraptor? Ja, der Eiersammler, Oviraptor. Für? Operation. Kibbelzucht. Brauchen wir die. Da müssen sie nicht heißen, das ist einfach nur Eier. Für Kibbel. Weil wir doch diese Schlaf, denn eine Schlafdino. Brauchen wir High-Level, Ach so, High-Level. ja. Oh, Hannah's gesehen, Imbi hat wieder falsch gefarmt. Das war wieder nur Kralle, nicht Beiße. Ich muss Beiße. Oh. Ich muss Beiße zum Hautfarmen. Wir haben doch bestimmt noch, wir haben noch einen Dödi oben in der Base stehen, oder? Döti, ja. Dann hole ich mir den jetzt runter und farm unten Stein, während ich auf die Tiere aufpasse. Wir sind halt nur zur Zeit online vom Imperium. Ja, aber Saudi trotzdem. ist zwar da, aber der hat jetzt gerade, ich denke, Zitterpause. Ja, ich denke nur, wenn ich ja sowieso schon dabei bin. Willkommen, Chaos. Hier nimm deinen Sturmtrupplerhelm entgegen und reih dich bei den anderen ein. Mein Mikro rauscht so ein bisschen. Das kommt vom Push-to-Talk. Meines Wissens kann Push-to-Talk das Rauschen hervorrufen. Ich habe mal was verändert, vielleicht ist es ja besser. Aber wenn doch nicht besser, dann kriege ich das heute nicht weg. Flash werfe ich jetzt aber auch weg, außer Prime, das behalte ich. Dass du Bescheid weißt, dass ich eine tote Fleischfarmer mache. Brauchst du auch noch. Boah, Chitin holt da 1300 raus. Fast 1400. Hast du ein Spino? Nicht auf Ragnarok. Auf Aberration haben wir zwei Spinos, aber ja, die sind nicht erwähnenswert vom Level. Operation haben wir erst am Wochenende das erste Mal angefangen. Wir haben erst geguckt, dass wir auf Ragnarok gut stehen. Wobei, ja, gut stehen relativ ist. Die Turretürme könnten besser ausgekleidet sein. Ist halt, wie ich gesagt habe, wir haben hier zwar zu 10 im Server gestartet, aber wir wirklich so im Stich gelassen. User joined your channel. Ich, Ente, Feche und Sarodin sind so ein bisschen die aktivsten, weil alles andere schleppt sich so ein bisschen hinterher.
schnell bei Airdrop. Ich probiere mal hier zu kommen mit dem Terzi. So, Zina wieder was, sorry. Okay, Mikrofon ist immer noch so, da muss ich dann mal gucken. Wie ich das behoben bekomme. Hallo, guten Abend. Servus. Ich habe jetzt gerade den Oberfail gehabt. Mein Mikrofon war gemutet. Und dann meine Anzeige total komplett verkeckt. Und es geht gleich Heizwarmen in die. Und hast du noch was von Jonas gehört oder gar nichts mehr? Jonas? Achso, nö, war nichts mehr. Er darf ja auch nicht, ne? Es darf ja erst wieder am Wochenende. Open PvP! Och, Open PvP. Dass wir jetzt da hochkommen. Wahnsinn. Wir können springen. Ich weiß, Silbern, ich weiß. Im Sommer hast du gesagt, gell, im Sommer ist es soweit. Mit Georges im Imperium Tribe. Ich glaube, der gelbe Airdrop wird doch nichts. Der ist weit weg und ich habe da überall Gegner vor mir. Also, wenn du online kommst, du könntest Polymer fahren. Das ist ziemlich mau. Also eigentlich schon nicht mehr vorhanden, deswegen. Ich hab da letztes Mal ca. 3000 mitgebracht. Das ist... Wenn du mir jetzt 3000 bringst, ist es in 10 Minuten weg. Ich denke, ich gehe auf der Island drüber und dann... Und dann auf der Insel drauf. Ist besser als hier auf... Wieso? Du kannst doch hier im schwarzen Gebiet Mantisser töten und die dann mit einer guten Kettensäge abbauen. Das habe ich letztes Mal gemacht und dann habe ich immer noch 250 rausbekommen. Mit einer guten Kettensäge. Ich weiß nicht mehr, ob normal oder eine gute. Vier bis fünf Stunden zocke. Das letzte YouTube-Stream, 6 Stunden am Stück. Gell, das war der Operation-Sprung, oder? Was wir da gestreamt haben? Ja, schon irgendwie. Aber Operation. Hast du auch Operation? Ja. Hat jemand wieder meinen Stego umbenannt? Stego umbenannt? Ja, mal bei mir war. Der ist. Da ist der. Die Stegos sind Turretfutter, das welche. Die werden in die Turrets gejagt fürs Sterben.
Sag nicht, dass ich Spielecrash hab. Ja, ich bin rausgeflogen. Ah, der Jazz. Der Jazz. Du hast ja da YouTuber-Sturmtruppler-Helm schon. Schön, dass du auch den Twitch-Trupper-Helm geholt hast. Ich glaube, das Alu-Weibchen, was du mir da organisiert hast, ist ein sehr gutes Melee-Damage-Weibchen. Also war ich sehr gut aufmerksam. Hab nicht gleich weggeschnetzelt. Ja, das hast du gut gemacht. Na, bei der Archie und über der Stego ärgere ich mich. Dennoch. Skorpione? Sollen wir uns Skorpione besorgen, damit wir 150 Rexe besser tamen können? Ich meine, wir hätten genug Eier, wir könnten auch mit der Kippenmaschine ein paar Kibbel herstellen. Ich finde das aber trotzdem von dem Kibbeltisch her trotzdem teuer vom Herstellen. Ich auch. Wobei, hier nur die Pinguine, gute Tasche, hier Eier sammeln, ne? Ja, aber wir haben auch genug andere Eier im... Das ist doch schon mal eine Aussage, Silber. Das nenne ich. Ich nenne dich beim Wort. Von welchem Sommer redet man? Von einem Juni oder von einem Juli-Sommer? Ach guck mal, der kleine Dankbeetel will Stress da. Also mit Chitin komme ich auch heim. Nur ich habe mal kurz 40.000 Steine gefahren und sie gerade wieder verarbeitet. Also irgendwann komme ich dann. Dauert noch ein bisschen. Eigentlich ist es verkehrt, immer weiter zu laufen. Ich laufe nur wieder zurück. Mein Gewichtslimit. Ich glaube nicht, dass mich jemand abholt. Machen wir jetzt lieber wieder die Heimreise und schnetzeln das, was wir unterwegs noch finden. Ja, die ist hier schon wichtig, die Prüfung. Ich kann jetzt endlich mal zumindest die Minigun-Tour, wo man sich draufsetzen kann. Auch dir einen wunderschönen guten Abend, Jess. Schön, dass du mich auch auf Twitch gefunden hast. Ist heute mein Debüt. Baby. Baby. Hast du die Sattel angeschmissen gehabt? Ja. Oh, 529 Haut ziehe ich jetzt aus den Raschlang. Ich habe nur 2 Punkte wieder auf sanft gesetzt. Also 14 Punkte in sanftes Farben jetzt. Ich denke, Melee Damage, wo ich skill, bringt ja auch noch was dazu, oder? Oh, ich muss auf mein Level achten. Ja. Abhole wäre nicht schlecht. Ich komm. Schon ist Terzi Geschichte.
Okay. Na, schlecht, Mantis. Na, ja, noch. Oh, zwei Mantis. Sehen? Was sind die anderen Rex, wo Boss genannt worden sind? Die stehen jetzt woanders. Vielleicht einmal komplett herumgelaufen. Das finde ich hier keinen, den Rex. Sieh ich mal wieder, wie lange du schon während da warst. Ja, gestern war ich mal ohne. Du warst länger nicht da. Ja, ich war da. Ach, die war der gestern. Nein, nicht online. Gestern war es nicht online, habe ich gesagt. Das ganze Wochenende war schon nicht da. Doch. Von Hand. Oh, Achtung! Wo Jonas uns angegriffen hat. War nicht gestern, das war vorgestern. Ja, und Sonntag war es auch noch hier drauf. Wir waren doch Operation am Wochenende. Aber ich war nicht Operation, waren auf. Auf Ragnarok. Zwischen er da nicht da ist ein Jahr in Ark. Gut, ich will überladen, wenn ich dich treffe. Oh. Dann einfach nur begleite. Das war falsch. Kannst du nicht noch Fleisch oder irgendwas droppen? Ich hab Fleisch gedroppt. Ja, er hat. Ich bin Hautfarbe. Ich hab die Mantis-Hubste gesehen, bin einfach weg. Der Drache macht das schon. Ah, von links kommt noch Renny. Die will mich gar nicht. Ich muss nur daran denken, dass ich diesen Strahler nicht vorbeikrieg. Jo, grill du mich. Okay, Mann, das bringt mich unter eine Drache. Das wär's noch. Nicht. Naja, eigentlich ist es Hautfarme. Poli, wie viel Poli habe ich denn geholt? Ja, es ist eigentlich Hautfarmer. Wie viel Poli hast du? 1000. Ja, okay. Wir können uns keine Sättel mehr herstellen. Deswegen bin ich los, Haut hole. Eigentlich hat das ein anderer Sturmtruppler von mir als Aufgabe gehabt am Freitag und hat das nicht richtig gemacht. Gut, ich bringe jetzt aber auch noch Chitin und halt das bisschen Polymer. Ein paar Boss-Tribute habe ich auch noch in Stecke. Irgendwann wirst du dann bitte Rex-Sattel, Argentavis-Sattel herstellen. Ja, beim Rex-Sattel mache, habe ich schon gemerkt, dass du lettermäßig Schicht ist. Hoch. Warum komme ich hier nicht hoch? Na, jetzt. Und die Kentro-Werte, hast du die schon? Nur die liegen noch. Welche Kibbel bräuchte denn Kentro? Vielleicht kann ich dann Kibbel herstellen. Frage an den Chat. Sag den ruhig. Schneller ist.
Der Chat ist verzögert, das ist unfair. Ja, ich muss erstmal Handy finden und so. Du hast ja keinen Drogen gebrummt. Ja, der war low. Mein Drache musste einmal niesen. Kompi Kibbel, dankeschön. Ja, das Silbern. Kompi haben wir nicht. Gehen die Tore automatisch zu? Mein Lederfarm-Sturmtruppler gerade zuschaut. Ich bin nur zurückgereimt, weil das Terzi fast verreckt. Ab jetzt wird jedes Mal sein das Verrecken. Jo. Weil ich es immer übertreibe. So, Viechchen. Chitin, Poli, Kera, Lada. Beschäftigt. Gut. Impi macht selber das Kels. Ich hab's auch schön in Watte gepackt. Ja, schön, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Jess, okay, ich dachte gerade, hä? Wo dann? Extra der Chat gerade kontrolliert. Hallo Andro Gaming, wie geht's dir? Impi, ich geh jetzt ein Polymer holen. Was? Ich gehe Polymer holen. Das hat sich angehört wie Impi G. Es war Impi, ich gehe Polymer holen. Ich hasche geschluckt. Tut mir leid. Ich bin ein alter Mann. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich so schwer bin. Zu viel Fleisch? Nee, der Gleiter und so wiegt ja auch alles was. Ne, Gleiter, der Motorteil da für die Zipper. Oh, wer hat denn die Ceiling-Werre nicht hingelegt? Welche? Auslockraum. Ich, weil ich da gerade drin war. Ich bin auch da drüber gesprungen. Ja, ich musste mich halt immer treffen. Agentavis-Sattel, Rex-Sattel. Ja. Okay, ich bin jetzt hier bei den Prontos. Und ich sehe hier noch keinen. Ah. Da. Ah. Impi? Nicht da. Bei dem Boss Level 12 ist noch 8000 Heiter drinnen. Im Boss, im Winter. Warte mal kurz die Werte intra. Fuck.
Ich habe etwas komplett vergessen, was mitzunehmen. So. Ich muss mein Handy wieder anmachen, das ist mein YouTube-Live-Set. Mitbekommen kann. Warum kommt mein Drache nicht gelaufen? Weil die eine ziemlich weite Falle Range haben. Tun sollten, wenn sie groß wären. So. Die Nanny in der Base funktioniert ja noch, oder? Nur dass die aus ist. Guck auf, wo nicht tun ist. Ich guck gleich noch. Bauroutine? Ja. Kannst du mir auch einen Entleiter machen, wenn es geht? Ich hab das nicht gelernt, hab deswegen. Ich kann gleich mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir die Ressourcen da haben. Wir haben nichts mit River genommen. Die blaue Stelle haben wir nicht. Dann ist das Problem. Warum brauchst du jetzt Kleider? Du bist doch gar nicht auf Aberration. Ja, den kannst du hier genauso gut verwenden. Ja, aber... Besser als jeder Falsche. Und die Wertbank, schnell Rüstung zerteilen. Der Jets verwechselt immer die Jets. Warum? Ja. Silvan. Hast du die Dinger durchgesehen? Mein Ankylo hat eine Mutation. Ich weiß nicht, wann es auf die Konsuläre kommen soll. Das ist immer nicht mal ein normaler Arc-Standard. So, in die Hocke. Ne? Bist du als Sniper in der Hocke? Dann kannst du doch rausschießen. Okay. Und der Gegner hat es schwer, durch den Spalt drin zu schießen. Ich finde die Dinger einfach geil. Wir haben sie, wie sich rund um die Base drumherum einmal. Ne, einmal rundherum. Und jeder Turm von uns hat das A nochmal intern drin. Ne? Sehe ich es aber? Ja. Und natürlich Bette zum Spawner drin. Wir müssen die aber noch mit Stuff equippen. Dass dann Longneck und Rüstung und so oder Fabricated Sniper oder so dann schon drin ist. Wenn man dann drin spawnt, nackt, kann man sich ausrüsten oder von der Base aus. Schnellreise zu dem Sniper-Turm. Der Gegner sieht keiner draus rumrennen. Auf einmal hockt einer da hin und ballert raus. So war der Plan gedenkt. Der Ankylo sieht hübsch aus. Cool, oder? Ja, ist zwar Farbmutation, aber okay. Du erkennst ihn auf jeden Fall von der anderen. So, ist der da ausgeladen worden? Ne.
Und du sagst, wir haben jetzt wieder Leder. Ja, ich muss jetzt nur die Zahl von der Sättel wissen. 3 Allosaurier-Sättel. Alu habe ich noch. Blueprint liegt dem Smithy. Ein Rex. Ne, 1, 2. Also 3 Alu-Sättel, 2 Rex-Sättel, 1 Argentavis-Sättel. Stream. Und für die neuen. Merke. Ich muss nicht merken. Was? Meine Community arbeitet mit. Hier wird jeder Sturmtruppler mit ihm gespannt. So, was hat Fähige bestellt? Ich freue euch jetzt ab. Ne, ich hab's echt vergessen, Leute. Weil ich soll ruhig sein. Ich warte einfach mal oben, solange hat der Chat Zeit. Also da besagt der Blueprint finde ich doch schon mal nett. Ich habe Allosaurier-Zwillinge. Silvan konnte sich schon mal nicht merken. Ich schon. Aber mir nicht sofort jetzt so hier rüber zu schalten und dann Livestream und dann rein das zu schreiben irgendwie. Das kannst du auch nicht machen. Meine Güte, ne. Tut mir leid. Ich hab dich auch lieb. Jetzt. Na doch nicht. Ich lasse es. Angelo, blauer. Haben wir was Besseres? Hohe Frage, die Alpha-Drachen sind schneller als die normalen. Ja. Mag wer von euch ein Allosaurier? Ich bin gerade nicht in der Base. Chat schreibt. Ne, mein Chat hat's nicht gekriegt. Also Feechen, ich habe da jetzt mal 3 Rex-Sattel gemacht. Was war noch bestellt? 3 Alu-Sattel, ein Argentavis-Sattel und ein Ankylosattel. Vielleicht noch 2 Terzi-Sattel für die Babys. Weil wie viele Alu-Sättel für die Babys ich brauche, kommt drauf an, wie viele Alus ich jetzt noch rauskriege. Wie gesagt, ich habe der Archie-Sattel nicht gelernt und oben ist nichts. Ja, ich weiß, dass oben nichts ist, deswegen habe ich ja gefragt, ob wer von euch den gelernt hat. Also jetzt habe ich noch Points frei, aber ich muss mal gucken, ob ich was anderes Wichtiges lernen muss. Ich wollte eigentlich nicht der Sattelmensch werden. Dann lass es. Ich hab hier ein 100er Zebelzahn. Mitnehmen ja oder nein? 100 nur. Nur noch 150 Tiere von allem. Der Raptor-Sattel habe ich jetzt gelernt, weil es mein Lieblingstier ist. Was? Ich hab Misse. Das Aberration habe ich Misse. Nessus. Nessus lernen Raptor-Sattel. Weil ich keine Points cut hab. Herr Imperator, ja. Möchten Sie jetzt dann noch einen Allosaurier? Nee, ich warte immer noch die nächste Zucht ab. Wenn du mir sagst, boah, jetzt krieg ich coole Tiere raus, dann nehme ich ein Degen. So. Letzte Plattform, ich wäre soweit, ne? Aber mir fehlen Points dafür. Ich bin an dem Punkt angekommen, dass ich sie lernen dürfte. Nur das können, ne?
Fische, ich will der Archie-Sattel nicht lernen. Hallo, der Futuriker. Ganz ehrlich. Dann lass es, irgendwer hat ihn bestimmt schon erlernt. Ja, wir haben ja schon eine Truffhacke. So, die Sättel sind durchgelaufen. Da hast du gesagt, Terzi brauchst du noch. Muss ich wieder den Blueprint holen? Ja, zwei für die Babys. Und insgesamt nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Alusättel. Die Alus hast du doch schon gemacht, kriegst jetzt noch einmal. Ja, nee. Die drei, die ich brauche, sind für die ausgewachsenen. Ich habe aber jetzt 5 Babys. Dafür war ich rumfahren. Das ist auch komplett taunt wieder weg. Ich hab's schon wieder vergessen. Wie viele Terzi? Zwei, ich hab ein Terzi und du. Ich glaub, Haut ist leer. Ich geh mal kurz unten gucken, ob wirklich noch in den Rexen ist. Jo, Haut und Fiber ist leer. Also, Fiber kann nicht sein. Gehen nimi. Hast du über Pull schon geguckt? Ja, ich pull gerade, geht nicht. Achso. Ich hab noch renn 400 mal, Leder. Renn mal zu den Drachen und pull da nochmal. Ich mach. Weil die Drachen stehen außer Range. Okay, und wieso? Okay. Okay, Fasern habe ich. Was muss ich erstmal machen? Ich hab über 5000 Leder. Wo ist denn das jetzt her? Aus Sarudis Elektroschocker. Okay, danke. Nicht ehrlich, dann hätte ich fast sowas erwartet. Du hast uns ja zu den Drachen geschickt. Ja. Tag. Bitteschön. Ja, Silvan, ich kenne eure Rexe noch. Dankeschön. Wir hatten mir jetzt der Blueprint rausgenommen. Okay. Wie viele? 5. Wir haben, geht ich nicht. Weiß nicht, ob man schläft. 3. Wird wieder Haut sind befällt. Ja, ist Haut befällt. So, Stein fehlt mir gerade. Was ich machen konnte, ist das Mephi zu finden. Steine. So, schaut mal, ich habe aber nicht nur an der Twitch-Gestaltung gesessen, ich habe auch für uns da, die Lagerschilder mich dran gesetzt. Ressourcenschild muss ich nochmal neu machen, das ist nicht hübsch geworden. Man soll eigentlich erkennen Stein, Holz, Thatch, Flint und Hide. Aber irgendwie ist Stein und Hide miteinander verschmolzen. Ja, sieht nicht toll aus, muss ich nochmal neu machen. Strukturen, wo man immer mal wieder baut, als Foundation. Ja, Pinselfarbe ist klar. Das hier ist ein nicht benannter Schrank. Das ist im Moment unser Aberration Setup. Da habe ich kein Bild dafür, weil es war nicht vorgesehen. Werkzeuge und Tools, ja. Taming-Schrank, alles was zum Tame ist, Harpune, Arrows, Darts und unser Muni-Schrank. Ja. Ist Stunden, oder Fische? Stunden habe ich an die Bilder gehockt. Ja.
da es gerade um Rexe geht im Chat. Also, das hier ist gerade frisch geschlüpft. Das ist unser Yellow-Rücke. Der ist, glaube ich, auf Fische imprintet. Das hier ist unsere Zucht. Durch deine S-Plus-Mod haben wir hier so diese Teile, Hitchering. Da kann man die Tiere dran festbinden und auf Wandern lassen. Die sind alle auf Wandern. Wir haben da nur ein Männchen drin. Wo ist er? Männchen. Da, unser Grünkopf. Das ist der Kerl und alles andere sind Weiber. Die produzieren die ganze Zeit und sind auf Wandern immer. Da haben wir in der Base das Teil haben, was die Eier insammelt. Der Dodo-Nest oben. Und sofort anbrüte tut. So, das da hinne, diese schwarze mit dem weißen Rücken. Das sind unsere stärkste Rexe vom Live-Wert her. 9000er schlüpfen die. So. Das und da haben wir jetzt aussortiert. Die andere Rexe, die nicht den Live-Wert haben. Die stehen jetzt hier ohne. Ich kann nicht fliegen, Sarudin, dem komischen Ding. Egal. So. Sarudin hat die umbenannt auf Boss-Rexe, weil die für die Bosse noch okay sind. Wenn wir dann die Bosse angehen auf Easy oder so, werden wir mal gucken, wie viele wir verlieren und nachzüchten müssen. Aber die Nachzucht ist ja dann automatisch die 9000er. Over 9000! Ja. Wir haben ja schon abgeschlachtet, ne? Es waren vorher mehr. Ilchas fragt, wie dir die überarbeiteten Rexe gefallen. Wer fragt das? Chess. Überarbeitete Rexe. Ah, vom Design. Aussehen, ja, okay. Finde ich super. Weil der Rex hat jetzt auch Ohren. Das Laufen finde ich auch mega. Was mir nicht gefällt, ist das hier. Ich weiß nicht, ich bin jemand, wo Jurassic Park sehr cool findet und das hier ist kein Rex-Geräusch. Ich weiß nicht, vielleicht darf Wildcard aus Lizenzrechte her das Geräusch vom Jurassic Park Rex nicht übernehmen. Ah, vielleicht stecken sie doch noch ein bisschen Geld in und holen sich das Geräusch. Ich denke, ihr alle denken an eine Rex-Brille, wenn er Rex sieht an der Jurassic Rex. Emmy ist im Stream. Alle mal Hype in der Chat. Emmy! Emmy! Hi, Emmy. Ja, ja. Jetzt bin ich lila. Und Nimi rot beim Stream. Hat jemand den Rex-Sattel gemacht? Rexe. Oder hast du noch einmal einer gebraucht? Nee. Ist der in das Missy? Ich habe alle Sättel, die gefordert wurden, gemacht, bis auf die Alos, die haben nicht geklappt, da fehlen da zwei. Fische kümmert sich zum Beispiel bei uns auch um die Dino-Symbole. Da hockt sie auch immer ewig drauf, bis es im Impi gefällt. Dann hat sie eine Stunde zum Beispiel am Symbol gesessen, kommt in Ark Online, pinselt es drauf und ich sage, kannst du das noch ein bisschen weiter runter machen? Ja, dann ist der Moment erreicht, wo sogar Fische Rage tut. Aber was soll ich machen, wenn es mir nicht gefällt? Wie? Fische Rage? Raged. Ah. Ja, da fliegt dann die Tastatur fort oder so, ne? Und dann einfach. Ruhig im Traum, nimm ich Bip, mache schon reißt sie ihm den Kopf ab. Ich bin schon komplett anders eingestellt, dass sie ganz brav und nett ist. Ja, du hast sie auch noch nicht sauer gemacht. Du darfst dann auch nicht zu ihr schauen. Was guckst du denn so? Ja, ich wollte wissen, ob du fertig bist. Ich mach halt gar nichts mehr!
Wieso Stille? Ich habe jetzt schon wieder Angst, noch links zu gucken. Lass es einfach, ist gleich besser. Es ist halt, man steckt halt viel Zeit in so ein Symbol, damit es auf dem Tier ordentlich aussieht. Und wenn es dann nicht gefällt, ist halt die ganze Zeit umsonst und dann ärgert man sich. Emmy kommt gleich. Ich sag lieber nicht, dass ich gerade dachte, dass ich die Base komplett unten gestalte und dass die kleine Femis komplett den Kopf abreißt. Finchen? Hm? Da wir in der Pferdbank Unordnung machen. Frag dich, ich sperre dich ein. Yeah, ich bin im sauber gemacht. Emmy, du bist auch in YouTube drinnen, das weißt du doch. Oh, warte mal, ich muss mal eben. So, jetzt. Du bist in Twitch und noch in YouTube online. Ja, aber ich bin jetzt mal in einem Twitch-Stream. Sonst ja immer nur bei YouTube. Ja, Michi, das ist nämlich besser. Die Quali gefällt mir besser. Ich kann auch, mir auch gleich Twitch leichter machen. Na, mach doch. Nee. Ich bin kein Nachahmer. Ich bin hier. Der Rex, den wir auf Operation mitgenommen hatten, der hat keine Ordner im Inventar. Das ist dann ein Boss. Nein, das ist im Print von mir und er hat Ordner gehabt, bevor wir rüber sind. Das passiert nämlich mit den Tieren, wenn man so travelt. Okay, aber dann ist es jetzt ein Boss-Rex, weil keine Ordner mehr da sind. Ich weiß, was er kann. Dann schreibt Klammer von Tra Impi. Was wollte ich? Wo ist denn da Hirsch? Weil Fertilizer Funst nehmen. Hinter der Base. Emmy, hier ist dein Sturmtrupplerhelm. Reih dich zu den anderen Sturmtrupplern dazu. Ich bevorzuge Lila, ne? Es gibt keine Ausnahme. Lila ist Twitch. Hallo? Hallo? Nix, Fischert, aber weiser. Mit Kugelloch drin sogar. Hat man nicht mal ein neuer Krieg? Griechen, wir müssen uns mal durchsetzen. Ich hab ihn schon einmal mal von daher. Na guck. Ja gut. Der Anfang ist getan. Ihr könnt es ja selber. Und wenn er Aufkleber schon draufklebt, ist mir doch egal. Ja, über dem Loch klebt jetzt eine pinke Blume. Hi Flo Derber. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich hätte es auch so ausgesprochen. Willkommen im Stream bei meinem Twitch-Debüt. Ja, sag den Namen. Hab ich doch. Flo Derber. Ich finde, der Elch hat ein sehr schönes Muster. Beziehungsweise die Farbe vom Muster. Emmy, es ist eine Markierung für Feche. Da soll ein Imperium-Symbol hin. Es ist lila. Es ist blau. Es ist ich lila. Ich habe blau verwendet. Nein, es ist lila. Ich habe ein Ankylo, Emmy, mit einer lila Rückenmutation. Cool. Wenn Impi später an der Base ist, soll er ja vorbeigucken und es dir zeigen. Möchtest du, dass ich dir jetzt erstmal ein Tetsch hole? Ich habe da Kentro 100 Weibchen. Nee, ne? Okay, Flo, machen wir. Süße, ich hab's gewiss, dass ich eine Flo nehmen darf. Von vorne rin. Oh, die dunkle Seite ist stark in mir. Das macht man aber erst, wenn man dazu aufpasst. Nein, ich gehöre zur dunklen Seite. Ich mach das von vorne rin, Elfer. Guck mal, der IL-Jazz habe ich auch von vorne rin. Jazz. Oder bei dir, sag ich ja nicht die Nummer. Ja, das wäre ja noch schöner. Oh. Der Einzige mit seinem Zusatzname ist MichiTV. Was? Ja. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Also bei dir mache ich das Einzige. Nur bei dir. Ente? Was Ente? Was mit Ente? Ente. Vier Buchstaben. Ne, fünf Buchstaben. Was? Ne, vier Buchstaben. Ja, Ente, 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 Ente.
Aber Ente heißt eigentlich Gianluca, von ja, daher. Ja, das ist viel länger, also Ende. Oder Emmy, Imperator? Nee, ich habe gerade TS kurz auf. Machen nee, wir kann mal. Ich nicht. Ist ein Teil meines. Ich bin ein bisschen langsamer. Unam Game habe ich heute eine schwarze Balge nochmal. Und da kommt ab und an immer mal wieder unser Twitch-Server. Discord-Server. Ja, ich bin so getwitcht. Getwitcht. Ja, du bist richtig getwitcht. Sorry, ich dachte Discord-Server gewinnt. Und natürlich auch mein YouTube-Kanal. Abwechselnd. Mhm. Für was farmt ihr eigentlich gerade, wirst du gefragt? Ich sammle Tetch, weil wir in der Base eine Maschine haben. Wenn ich dort Tetch reinwerf, verteilt die auf diese Komposter, wodurch wir wieder Dünger bekomme für unsere Pflanze. Und ja, weil das alles automatisch läuft, brauche ich riesige Menge von Tetch. Tetch? Wie heißt denn Tetch in Deutsch? Stroh? Stroh. Stroh. Ja. Also das Holz, was ich da nebenbei mitnehme, schmeiße ich weg. Wenn wir Holzfarmen gehen wir mit der Biber raus. Umso mehr Stroh sammle ich beim Rückweg. Und den Akkubel nicht vergessen zu zeigen dann. Ja, das dauert aber. So melde ich mich im TS nochmal. Na, Sina? Der Flo hat sich jetzt auch seinen Sturmtrupplerhelm geholt, um sich neben Emmy direkt einzureihen. Die ihr lilaner Helm hat. Ja. Emmy, mein Lichtschwert ist auf Twitch länger geworden als auf YouTube beim Streamen. Okay. Ne, man sieht's. Ich seh's, ja. Oben, ne? Aber es ist aus, ne? Fische, das verstanden. Ja, ich hab's auch. FSK 12, bitte. Oh Mann. Lichtschwert, guck in das Stream nicht. Mein Lichtschwert ist aus. Ja, ja, aber wir haben ja, die gedachte haben Länge, ne? Ja, ja, natürlich. Wir haben nichts anderes von dir erwartet. Mit was ich doch streamen muss? Halt mit einem verlängerten Lichtschwert oder wie was? Sorry, aber du lieferst mir echt Futter gerade. Also unsere Discord-User wussten, dass ich heute schon das Twitch-Debüt plan und vorhab und hab das auch schon nachgefragt. Na, wie sie finden das Overlay und so weiter. Wenn er von mir oder von Emmy oder Fische mehr erfahren wolle im Vorfeld, dann ist der Discord-Server echt eine gute Idee, das sich auch zu melden. Ja, ich habe schon einiges geplant, was jetzt wieder im Vorfeld so angeteasert wird, sagen wir es mal entweder so. Entweder man ist da dabei oder man sieht es dann halt erst, wenn es dann kommt. Offiziell. Es gibt ja Leute, die sich überraschelos so wollen. Ne? Die kann man ja nicht. Herzlichen Glückwunsch, Flo. Vielleicht kann man das silbern. Silbern, ich habe gerade was ingeblendet gekriegt, was niemand gesehen hat. Achievement Level 7 Twitch wurde freigeschaltet. Und aufs Thema zurückzukommen, Jazz findet dein Lichtschwert auch sehr, sehr nice. Es ist aber aus. Was findest du da dran nice? Man sieht ja dann immer die Lichtschwertfarm. Boah, wie er das ja rumschickt. Was nicht stimmt hier. Du meckerst ja rum im Bit. Weißt du das? Ich immer. Du bist zu selten online im Tribe. So, jetzt krieg ich auch wieder deutsch. Hey, tut mir leid, ich hab auch einen privaten Leben. Was? Eis. PUBG. Ha, merkst du was? Wann hat das gehört? Community, der spielt was anderes wie Ark. Wie kann man nur andere Spiele besitzen wie Ark? Geht gar nicht. Schau, er kann sich das glühend vorstellen. Mhm. Nein, das war jetzt auch wieder falsch ausgedrückt. Er kann sich das glühend vorstellen. Wahrscheinlich auch, ja. Über was reden wir jetzt gerade?
natürlich oder das Lichtschwert, wie es im oberen Bildschirmrand zu sehen ist. Ach so, was ich dachte du denn ist jetzt? Egal. Ist egal. Ich sag nee, aber nicht, was ich gerade ja, dachte. Ja, lass es. Immer schnell FSK 12 bleibe hier. Ja. Tut mir leid, wir haben so nachts 10 Uhr. Jazz, wenn wir einmal drin sind, wird das immer schlimmer. Ja, dazu sollte man, was, wie habe ich es genannt, Imperium Backstage schauen? Dann kriegt man einen kleinen Vorgeschmack, Dolphy. Ein kleiner Vorgeschmack? Ich würde sagen, man kriegt die volle Dosis ab. Und Glück, dass alle kleinen Kinder schon im Bett sind. Ja, warum schlafst du noch, ne? Oder du, mein Impi-Leinchen. Impi-Leinchen. Dass du an der Wortweih schon nicht verstickt süß. Bist. Impi mag nicht süß. So, was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott. Oh, ich hab's repariert. Emmy, das war schon bei dem Twitch-Pendel eine Diskussion, welche Figuren da drauf sollen. Tim, ja, PC. Das glaube ich. Die Lea kam auch nur ganz knapp durch. Weil sie ist süß. Dass er überhaupt was Weibliches zugelassen hat. Ich hab's dir zugelassen, weil es aussieht, als würde sie sich vor ihrer eigenen Waffe fürchten. Deswegen. Ich bin der Meinung, es ist sehr süß. Oh natürlich, gut, wenn er geändert. Schon was Weibliches zeigt, wird geändert. Muss es sich fürchten. Ja, wenn sie abdrückt, fliegt gerade die Waffe weg vom Rückstoß. Tote vor hat sie Angst. Und so sieht es aus. Das findest du ganz ja, toll, ja, natürlich, ne? Ich finde es zum Totlachen. Griechen, wenn er bei uns schon nicht so durchkommt, wie er es gerne hätte, ne? Muss es wenigstens bei Prinzessin Lea sein. Ja. Ich könnte jetzt auch was Trauriges ablösen, warum Lea durchkommen ist, aber das ist ja ein anderes Thema. Oh Mann. Die Schauspielerin ist doch nicht mehr unter uns und so, ne? Stimmt. Deswegen durfte sie auch durchrutschen. Die war doch letztes Mal in Kinofilm mit dabei oder war mit einer anderen Dusty? Ach, Fische ist vorbereitet. Was der Impi vergessen hat, Fähige organisiert. Ich habe 20.000 republikanische Daktare. Republikanische Kredit sind ja das nichts wert, noch etwas besser. Ich habe nichts anderes, aber Kredits werdet ihr akzeptieren. Nein, würde ich nicht. Ihr werdet MacWall, danke für nein, deine Donation. Jetzt sieht mal langsam die Lichtschwertfarben. Ja, ich habe mich schon gefragt, Erster, nicht, du hast du recht. Dass sie voll wird. Erster auf Twitch, muss ich aber dazu sagen, sorry. Tim, ja, er spielt auf PC. Hab ich beantwortet. Achso, da war ich war gerade kurz abgelenkt, kurzzeitig. Ja, kann mach, man mitspielen? Du musst im Besitz eines funktionierenden Mikrofons und Headsets sind. Teamspeak muss installiert sein. Natürlich brauchst du ARC, PC. Und dann können wir uns gern verabreden. Für Gespräche, dann ziehen wir weiter. Aber grundsätzlich, so kann ja jeder mitspielen. Spiele, ja. Wir brauchen helfende Hände. Aber deswegen hatte ich ja auch den Server gepostet. Dort kann sich jeder die Regeln angucken oder selbst mitspielen. Ihr könnt bei uns mitspielen, ihr könnt mit einem eigenen Tribe kommen. Da freuen sich diese Admins von hier. Feche oder Sarudin, oh ne, komm, ich zeig die Maschine. Also. Zeig das an, Kylo. Ja, stimmt's, Angelo, ich bin jetzt in der Base. So, Emmy. Du bist drüber gestolpert währenddessen. So, jetzt will ich mal von Emmy wissen, ob das weiß ist oder andere Farbe. Ich muss sehen, was es sah wird. Der Angelo? Nee, weiß ist es nicht. Das ist so ganz, ganz leicht zart rosa. Sind ich Lila, jetzt Lila, Lavendel Lila. Betitelt. Oder ich so, ja. Lila das kann auch sein. Aber okay. Oh, ich hab den beste Vergleich, den Arc mit der Farbe. Wo war's denn? Da. Gucken wir. Ist das nicht genau die Farbe? So das Innere? Diese vier Punkte? Ne? Könnt hinhauen.
vom Ankühler. Ich zeige euch nochmal das Ankühler. Ja. Oh, Emil, jetzt ist gerade wieder der Einblender. Ja, habe ich gesehen. Ich wollte gerade. Ne, das war jetzt aber der YouTube-Einblender. Oder? Oder der Discord? Ja, der Discord, Discord kommt dann genauso. So, ich war jetzt Strohfarmer für dieses Teil hier. Das wird betrieben mit unserem Generator. Und wenn ich das jetzt so reinpfeffer. Wird das automatisch draußen, wo haben wir die Stehe, Fläche? Was denn? In die rein, in die Komposter rein gesplittet, wie es halt gebraucht wird. Im oben, im ersten Stock schon. Oh, ja, auch. Und das Teil hier, das große, sammelt ja die Häufchen von den Dinos auf. Weil wir Menschen benutzen ja die Toilette, ne? Ne, ihr all? Tut mir leid. Der wird nämlich Stube rein, ihr Leute. Weißt du, ich hab nichts gemacht und Abel ist Stroh verschwunden. Ah, durch das, dass MacWell die 5 Euro dagelassen hat, sieht man jetzt auch die Top-Donation-Leiste und die kürzlich Donation-Leiste läuft da. Es ist doch schön, wenn alles funktioniert, wie es soll. Genau, und er kriegt die. Oh, ein Applaus für die kleine Fee, dass sie alles eingestellt hat. Oder hat es Imbi gemacht? Nein, das war alles ich. Flo, Werbung sehe ich aber nicht gern. Auch wenn es für Xbox ist, allgemein. Ohne Ankündigung einfach Werbung reinknalle ist nicht. Wo war ich? Komposter, genau. Die Teile hier werden jetzt alle mit dem Stroh befüttert. Ihr seht es hier. Und der Dünger wird dann wieder gleich rausgepult, wenn er dann entstanden ist. Und den kann ich dann, ohne hier hoch zu müssen, hier an dem gelben Ding direkt wieder insammeln. Und das alles automatisch. Und dann, wenn das dann endlich läuft, ich hoffe, das läuft jetzt demnächst. Dann kann ich draußen um die Base drumherum die X-Seeds setzen. Haben wir Gärtner auch in der Base? Mhm. Reicht der Gärtner in unserem Dingens? Hier vorne steht noch einer. Brauchen wir den hier noch? Das gelbe Ding verteilt Dünger. Sarudin, nö. Also das gelbe Ding verteilt auch den Dünger. Ach so. Du musst nur die X-Seeds reinpflanzen, weil erst sobald er erkennt, dass in einem Plot auch eine Pflanze drin ist, erst dann verteilt er den. Ja, aber im Moment habe ich ja gar kein Dünger da drin. Ja, du musst, wenn du eine Seed reinlegst, erkennt das Tätschding. Nee, ich meine, in dem gelben Teil ist kein Dünger. Dann muss das wieder produziert werden. Deswegen war ich auf Farben. Und drüben im Garten ist auch nichts mehr im Gewächshaus. Weiß ich nicht. Nö. Der ist auch nicht an. Der hat kein Sub. Das hier ist in Ahnung so automatische Maschine. Das sieht jetzt zwar aus wie ein Spieler, aber das ist alles der S Plus Mod, falls du den nicht kenne. Aber da müsste ich jetzt riesig ausholen, was S Plus alles dabei hat. S Plus ist so groß. Tim, wenn du auf dem Server so spielen willst, ohne zu uns ins Tribe zu kommen, brauchst du natürlich kein TeamSpeak. Wenn du jetzt aber bei uns mitspielen möchtest, setzen wir halt TeamSpeak voraus für im die Tribe. Kommunikation. Also, Imperium Tribe kommt man nur mit funktionierendem Headset TeamSpeak drin. Oder Bestechung an Impi. Impi, ich komme hoch mit Liter. Bestechung? Und Fleisch. Was du mich bestechen? Du bist auch nur reinkommen, weil du reden kannst. Wie? Das nehme ich zur Regel. So, was hast du gesagt? Ich muss jetzt auch mich mal beschweren. Was, du musst dich beschweren? Ja, warum? Pass mal auf, jetzt guck mal auf den Originalchat, nicht dem, der im Overlay ist, ne? Originalchat. Weiter. Sie hat kein Schwert. Hallo? Du hast ein Krönchen, langt also, das nicht? Nein. Was ist eine Krone ohne Schwert? Hallo? Eine Königin? Nee.
Boah, immer dieses Zeichen, ne? Wenn man im TS geredet hat, ne? Kuschetor, und dann schreibt man das. Ich ausschweige. Du, das war jetzt ein Scherz. Ich schweige das aus, weil mein Lichtschwert erst bei 5% ist. Ich hab keine Waffe zum Kämpfen. Ciao, Routine? Ja. Kannst du mal Nether bei mir von meinem Tier rausspulen und. Ja, nicht zu Hause. Fels. Wehrhafte Königin. Ich wäre es nicht. Ich bin es eigentlich. Nur Impi weiß das noch nicht. Oh, ich komme immer auf die Tasche. Ich muss mal die Tasche umlegen. Sorry, geht gleich wieder. Das ist die Notfalltasche, wenn. Ja. Wenn ich auf Twitch geradet werde. Was ja immer nur wieder vorkommt. Und dann tun zum Beispiel die Follower oder so vom Sound her überlappen und das hört sich schrecklich an. Da kann ich einfach Knöpfchen, pup, aus. Und da bin ich jetzt während dem Farm ein paar Mal drauf gekommen und jetzt gerade wieder. Muss ich aufpassen. So, ich gehe jetzt einfach noch einmal Tatch sammle. Wir brauchen auch Holz, wir haben keine Holzkohle mehr. Dann muss jemand anderes mit Biber los. Ich habe jetzt schon über 100.000 Steine gefahren und sie schon wieder komplett verarbeitet. Ja, mal. Ich habe jetzt wieder Leder herangebracht. Fische, ich habe mein ganzes Tatch gerade in die Tonnen hingeworfen und weg war's. Ja, ich habe meine ganzen Steine in die Chemistry Bench und weg war's. Ja, Impi, jetzt bei dem dunklen Licht ist es blau. Sinne, ich habe doch recht gerade. Oh, ist es nein, zu dunkel, weil das gerade arschbrennt? Nein, ist nicht so, also bei mir jedenfalls nicht. Ist nicht so dunkel, aber ich darf dir kein Recht geben. Aus dem ganz einfachen Grund, du hast nur zum Teil Recht. Da, weil ist wieder lila. Weil es immer nur für Dunkelheit gilt. Gilt, Geld, egal. Du weißt, was ich meine. Ja, ist wieder lila. Wie gesagt, es ist nur die Markierung. Fähige dacht, auf dem Geweih sieht das Imperium-Symbol bestimmt toll aus. Also habe ich die Markierung gesetzt. Aber hin am Pöpöchen vom Elche habe ich auch jeweils auf dem Oberschenkel noch einmal. Falls das beim Geweih scheiße wird. Oh, obwohl, das wird bestimmt gut. Also das, diese Markierung sieht man ja auch eigentlich schon was ganz gut. Was hast du jetzt schon wieder? Ja. Du? Keine Ahnung, hab doch gar nichts gesagt. Du hast Ohr im Pizza. Die Frauen, ach, was schon. Michi, kann das sein, dass du ein anderes Mikro hast? Wir müssen bis umgestellt, dank die deine Bee. Cool, hört sich besser an. Oder man hört gar nichts. So? Jetzt sag ich ja gerade gar nichts, weil ich werde gerade angegriffen. Von wem? Ich bin gerade bei Bully Farmen und bei Vulcano. Von einem Spieler? Nö. Ach gut, dann braucht er keine Hilfe kommen. War schon auf halbem Weg zum Drachen. Ja. Der Jonas, der ist online. Der Jonas ist ja nicht Hauptfeind. Jonas ist ein Spieler und dann dürfen wir von der Regel her noch nicht mal angreifen. Doch, zu dritt. Leute. Will ich sie wie in einer A-Greife gehen? Die Stegos bleiben zu Hause. Wir benutzen doch den Stecher dafür. Was benutzen wir? Den Stecher. Stecher? Du hast doch einen Stego von mir. Ah, da ist Stego. Dem soll Heavy Turrets tanken. Okay, wie viel Life hat denn da Stego? Der ist circa jetzt vielleicht 25.000. Okay, er halt 2 Minuten durch. Wenn du den guten Sattel drauf hast. Wenn nicht, ist es eine Minute 30. Der hat nämlich sehr viele Heavy Tools an seinem Ingang stehen. Sind wir eigentlich endlich mal so weit, dass wir die bauen können? Level 100. Dann bin ich der erste Sim, alles klar. Ja. Dann sammel schon mal Punkte zusammen. Ja, ich hab Archie-Sattel lernt. Dick, hab ich das nicht gemacht? Kannst du noch mal den ich hab nie gesagt, dass du den herstellen sollst. Zur Webseite schicken. Welche Website?
Jetzt wartet Discord, Emmy. Ja, aber man kann ja nicht draufklicken, ne? Dafür, kommt ja auch so im Chat noch. Ist er ohne. Ah, okay. Du kannst ohne auf oder das Bild Discord mit Javas drauf drücken. Das sind die Zipfel mit so Typchen. Aber du kannst es ja auch regelmäßig sowohl YouTube als auch Discord hier im Chat posten lassen. Ja. Nein, das habe ich aber noch nicht. Das okay. Ist noch einmal, glaube ich, eine Stunde Einstellungen. Ja. Und Mendes hat auch gemeint, da müssen wir aber dann nochmal später drüber quatschen, dass dieser Nightbot mit einem Nightbot auf dem Discord zusammenarbeiten könnte und dadurch dann zum Beispiel Subscriber, wenn ich dann soweit bin, im Discord andere rankrächen und so gedöns ging da halt. Also unser Discord wächst also immer noch. Der ist noch lange nicht durch. Impi, mit dem Nightbot könnt ihr ein bisschen helfen, weil ich sehr benutze bei meinem Livestream mit dem Nightbot. Oder Finze kann es durchlesen und dann kann sie dir auch erklären. Es geht nur darum, die Dauer, bis es umgestellt ist. Wie das funktioniert, weiß ich schon. Nur wollte ich da halt jetzt nicht. Ich wollte einfach nur schnell das Overlay und das wie heißt Template für Twitch und dann loslegen. Und sehen, wie es bei der Community ankommt. So, ein Nightbot brauche ich ja. Wenn ich mal ehrlich bin, auch nicht. Ich habe ja Silvan und Emmy jetzt gerade im Chat, die aufpassen. Brauche ich keine Maschine, die das macht. Und Chat-Commands will ich auch noch. Das muss man sich alles noch anschauen. Ja, Nightbot kann halt auch eben in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel Discord in meinem Chat posten. Das ist das, was Emmy gemeint hat. Ja, und das auch zum Beispiel dann mit dem Server, das kannst du dir auch einstellen, dass man so Sachen wie Server-IP immer wieder gepostet wird. Storepools, ja. Nein, du kannst Kommandos eingeben, Beispiel IT. Dann wird der Nightbot genau die IT von dem Server, bestimmten Server, was du aktiv hast, rausschicken. So, Leute, wo ist denn der Wald? Ich bin Holzfarm. Ja, aber nicht auf meiner Seite. Ich habe hier gerade den ganzen Wald abgesägt, nur um Stroh zu kriegen. Ja, mein Holz geht jetzt komplett in die Industrial Forge. Gut, ich bin dann raus heute, alles ne? Klar. Ja. Bin ich früher da. Wann komme ich da so? Du weißt das schon? Gegen 3 wahrscheinlich. Tim, für den Discord-Server, du nimmst einfach das Panel, wo Discord draufsteht, dort klickst du drauf. Dort ist direkt der Einladungslink mit eingebettet. Das ist für Tim, wo mitspielen wollt. Ja. Das ist gut, dass er auf den Discord geht. Dann bleibt man da schon mal in Kontakt. Wird's einfacher sind, dich wieder zu finden. Jo, ciao, Sarudin. Ciao, Sarudin. User disconnected from your channel. Wo ist die Foundation gesetzt? Das sind Foundations gesetzt, du. Ah, okay. Alles klar. Von unserer Ali. Und immer schön schreiben. Obwohl, ich kenne da 3 Personen, die schreiben gerade ein bisschen zu viel. Ich nicht. Silvan. Ist zumindest einer. Mhm. Schatten X? Ja. Der Moderne, der hat doch noch nicht gefollowt. Ich glaube, der hat keinen Twitch-Account mehr. Oh. Aber irgendwas, oder?
muss ehrlich sagen, ich wäre Livestreamen nur noch auf Twitch mache, wenn das so alles so läuft, wie ich das mir vorstelle. Livestreamen wird dann nur noch Twitch sind und YouTube nur noch Videos. Ankündigungen und ja. Live-Spiele nur noch auf Twitch. Ich rede nicht von diesem Chat, Jazz. Ja, Jazz, ne? Ich sag Jazz. So wie die Musikrichtung. Ja, genau. Michi, wie lange machst du heute? Keine Ahnung. Tim, wir sind im Moment nicht in einem Discord-Channel, sondern irgendwie macht die Aufnahme in einem TS und für dieses Gespräch, denke ich, wird er das nach dem Stream machen, ja, oder? Ja, ich schreibe dich im Discord einfach an, dann. Aber du darfst dich gerne am Schreiben beteiligen. Nein! Tim! Was war das denn bitte? Sind doch bei uns in die Base geflogen. Was? Ich bin genau in die Richtung von uns geflogen. Und nur auf einmal. Bin aus dem Treib rausgekommen. Was ist rausgekommen? Nein, ich bin aus dem Treib gekickt worden und da bin neu in Treib drin. Was? Wer soll das rauskicken? Keine Ahnung. Niemand. Wer kennt auch bei uns? Mein Gott, jetzt war ich abgelenkt. Dich hatte Feuerwehrmann gegrillt. Nee, der Feuerwehrmann ist tot. Ja, war mit unterwegs beim Vulkangebiet, bin bei uns hingeflogen und auf einmal. Down. Wem soll Feuerwehrmann hast du benutzt? Ohne Skills. Ja, Vulkangebiet drinnen. Du hast also irgendjemanden von unserem Tribe soll Feuerwehrmann benutzt und hast ihn jetzt verheizt. Nicht verheizt. Natürlich, er ist tot, er ist nämlich tot. Was willst du denn jetzt ausretten? Ja, ich sag dir nur, weil er da hingeflogen, wo unsere Base war und danach war ein Base dort, war nichts von uns. Wo es gerade landen wollte. Tim, hier nimm deinen Sturmtrupplerhelm entgegen und reih dich neben Emmy zu den anderen Sturmtrupplern ein. Ich hab da jetzt müssen erst mit Michi schimpfen. Meiner ist immer noch lila. Und das Problem ist, dass diese Base wurde ganz spät angezeigt bei mir. Ich hätte jetzt schon bei mir die Nachbearbeitung hochstellen. Allgemein. Nicht heute. So, wie ihr seht, ich war vorhin schon Strohfarmen, hab's reingedonnert. Jetzt ist hier schon der Dünger produziert. Wo? Fischdorsch, jetzt können wir das halt von automatisch sortiert. Das machen wir jetzt einfach mal. Ja. Aber nur wenn draußen die Seeds drin sind. So, ich habe jetzt so Seed drin gelegt. Laut Fische soll das jetzt automatisch passieren. Ja, kann aber nicht mal, ne? Warum? Ich habe ein Schwert. Das hast du schon länger. Ich habe es aber jetzt rausgefunden. Okay, ich wurde darauf hingewiesen. Okay, kann eine Weile dauern, also fütter ich jetzt alle Dinger. Oh Mann. Das ist, weil du zu selten online bist und dich nicht auskennst auf der Map. Nein, bei mir hat die Base spät angezeigt. Ist egal. Wäre täglicher hier, wüsste, dass das jemand gebaut hat. Weil das vorher ja, entdeckt. Ja, finde ich auch, Jess. So, bist du gerade blind auf der Map rumgeflogen und ja.
Ich bin vom Vulkan aus, wo ich immer fliege, zu uns in die Base geflogen. Und da war genau auf den einen, wo neben uns von dem Berg, ein Berg voller Pillars von Vodesen platziert. Dann bin ich nach rechts geflogen und hab da bei mir war keine Base. Weißt du nicht, bei mir war halt keine Nachbearbeitung gewesen. Und dann hat später mir angezeigt, dass nur ein Pillars Drachen da waren und dann bin ich down gewesen. Bist du neben der Burg, der Berg? Was ist der Burg, der Berg? Die Ragnarok-Burg. Ich muss wissen, wo du gestorben bist. Ich war beim Vulkan aus. Zu uns immer rüberfliege, wo es immer herfliege halt. Ja, ich weiß nicht, wo du herfliegst. Von Vulkanseite aus. Vulkanseite. Und dann? Links, rechts, an der Base vorbei, oder wie? Warte mal, ich muss nachschauen, wo ein Vulkan aussieht. Von der Mitte aus, wo man den Krater sieht. Wo die Lava rauskommt. Blick, halt mal. Und dann zur Base zurück. Da ist nirgends ein Berg dazwischen. Da war bei mir, du kannst selber nachschauen bei mir in Livestream. Da war ein Berg mit Vodesten drauf und danach bin ich rechts geflogen. War ein Pillars mit Plattform und da war Drachen drauf. Und die Base hat bei mir noch nichts angezeigt. Aber nicht im Vulkangebiet, sondern weg. Ja, weg vom Vulkangebiet. Vom Vulkangebiet zu uns fliegt, kommt kein Berg. Okay. Okay, muss man da hoch? Leute, ich kontrolliere gerade, wie Michi geflohen ist. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig in der Luft unterwegs. Irgendwie meinst du von dem Schloss aus, da gegenüber ist ein Berg. Meinst du dort aus Michi, ist die Allianz nicht, von uns? Nein, du hast gesagt, bei uns ein Schloss da hier unten. Gegenüber von uns ist doch. Die Burg. Und da auf dem Berg ist doch ein Treib drauf, oder nicht? Ja. Welche, wie lange der Tribe da schon sitzt? Ach du Scheiße, dann denke ich, bin da ein paar Dinge rübergeflogen. Ja, du bist in dachte, die Ali ist ja bei uns. Das ist unser Ali, das weiß jeder, dass unser Ali dort ist. Bei mir hat das nicht angezeigt, deswegen. Na jo, in die Ali nimm. Ach, Michi. Ja, Sarudin bestätigt gerade ein bisschen, die Alinin gedonnert. Ja, ich hab nämlich da Stream geschaut. Aber es steckt nicht, dass die Base bei mir zu spät aufbearbeitet worden ist. Der Server hier ist so eingestellt, dass wir kein Drachenmilch brauchen, weil der Aufwuchs so schnell funktioniert. Falls sich jemand gefragt hat vorhin, wo ich den hier geworfen habe. Ah, Feige, du hast recht. Oder hast du jetzt was gemacht? Nee, ich habe nichts gemacht. Ich weiß nur, dass es eine Weile dauert. Es werden aber nur zwei Reihen gemacht.
Genau, aber dafür immer auf 2 gehalten. Solange Fertilizer da ist, wird es auf 2 gehalten. Aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt schafft der Wagen im einen Mod die Pflanze kontrollieren. Wir haben total viel Bier. Ja, dann einfach nur in die Maschine dafür. Die hat nämlich auch schon wieder lauter Glasflasche. Mein Rex hat wieder Sattel, ist er schon over? Ja, ich habe von unten alle Tiere hochgeholt. Ich habe die Megalanias alle ordentlich eingereiht. Du musst dein Terry noch wieder wegräumen, aber ansonsten habe ich auch vor der Base relativ viel Ordnung gemacht. War jemand von euch Zement ohne? Unnernett, aber wir haben sehr viel Zement. Ich habe mit einer Chemistry Bench. Ich wollte nur wissen, ob sich der Weg lohnt oder um Sinn schwer. Also ich war halt unten. Ich stelle gerade wieder Narkotik her, Spark Powder, Gunpowder, Zementpaste. Wie gesagt, 100.000 Steine und alles schon wieder so gut wie verarbeitet. Brauchen wir noch Electronics? Nein, oder? Ich soll dir kurz Bescheid sagen, irgendwie das Silvanus heute nicht mehr schafft, auf Twitch zu kommen. Was wollte ich von Silvan? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ja, egal. Discord ist ja nur wie E-Mail. Die Nachricht ist immer so. Wir werden schon merken. Doch, nee! Nee! Ich hab's schon wieder gemacht. Was? Nein, aufgegessen? Ich hab wieder gefressen, ohne zu gucken. Was? Oh, ein Tier oder ein Ei? Ich hab wieder wilder Stego gefressen. Und er war wieder ein großes Level. Ach so, okay, da du ein Ei. Ja, die Stego-Zucht ist scheiße. Welche ja auch nicht. Ach Gott, Michi, du kannst so froh sein, dass das nicht Meutrache war. Ich hab dich rausgeschmissen, du geh dich rage bis zum Abwinken. Wo ist hier was Only Skills zu Zusat? Der wird bestimmt sagen, hol mal naja Feuertrache. Aua, Biber! Aber dann auch wieder ein High Level. Weil der hatte, ich glaube, das war kein Low, oder? Der war 143er. Aber er wurde so gelevelt manchmal, denke ich mal. Impi, benennst du deine Tiere auch schön? Ja. Brav? Meine, ja. Sehr schön. Aber nicht die Zuchttiere. Ne. Ich glaube, die hat keiner benannt. Ja doch, steht da Zucht W, Zucht M.
Wobei, langsam, die Zuchttiere sind und entgehen. Wobei, der Rex der Vorleser. Mal sehen, was er mir dazu sagt. Oh, 145 Zähne weiblich, 150 Zähne. Prima Ballerina. Der ist nicht von mir. Grüner Schweif. Von mir. Ja. Na? Gen 1, W. Gut, das ist ein normaler 23 Zähne. Meat Runner. Der ist nicht von mir. Dickschädel. Von mir. Und Rex. Gut. Aber ich habe die mit den Zähne gemeint. Das ist eine schöne Umschreibung der Zuchtname. Und Tame Level im Namen drin. 150 Zähne, 145 Zähne. Bei Rex, ich fand's witzig. Und Emmy ist nicht da. Doch, doch, ich bin. Ach man, ich bin alt. Ich kann mich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Also hast du mal eine. Ich ja doch, aber nicht alles verstanden. Ist gut. Unerhalte den Squad. Ja, einer muss es ja. Und ihm blieb in heute. Da habe ich keine Lust gehabt, das nachzulesen. Also ja gut, nachlesen viel. Ist jetzt, ne? Ja, bei zu viel ist Nachlesen auch ein bisschen ich blöd. Ich habe da einen Ring gefunden. Na, was ist gerade Thema? Und habe mich ans Aktuelle tragen. Aber wenn du dann so zwischendurch mal reinschauen würdest, bräuchtest du gar nicht so viel nachlesen. Ja. Aber Emmy, ich bin offline gegangen und heute in der Früh habe nachgeschaut über 50 Nachrichten oder 80 Nachrichten. Du musst die nicht nachlesen, aber dann mal so einen guten Morgen, vielleicht mal ein paar Minuten unterhalten. Ja, guten Morgen Emmy, wie geht's dir? Wir haben kurz vor 11 abends. Ja, bald ist auch guten Morgen, ab 1 Minute nach 0. Da, jetzt steht es eines auf, machen wir es fertig, gehen die Arbeit. Jetzt? Um 0 Uhr. Ja, um 0 Uhr. Ist er umgezogen, steht bei mir im Betrieb drin und arbeite. Backe schöne Brötchen, dass der Impi, Emi und Vincent in die Bäckerei gehen können und zusammen kaufen gehen können. Ja. Oder was denkst du, wo die Brötchen herkommen, Impi? Also die, die ich esse, nicht von dir. Du Arsch. Ja. Ich weiß noch nicht, wo du wohnst. Das Wort. Oh, oh. Die wohnen doch neben dir. Ja. Hätte ich gern. Dann hätte ich nämlich eine 400k-Leitung. Ich hab jetzt 100 Galeitung. Die lache gerade. Wenn man sich mit weniger zufrieden gibt, okay. Aber bei uns, das Problem bei uns wohnen ist genau in den Hauptverteilungskabel dort. Andere Leute, wo ich gerne wohnen, genau bei neben den Hauptverteilungskabel haben 250 bis 500 Galeitung. Ja, es bringt dir aber nichts, dass du die kennst. Du brauchst die Leitung. Ja, das Problem ist so, ist mein Gebiet, wo ich wohne, sind Althäuser. Die haben vor. Gut, muss ich ändern. Und dann Ende letztes Jahr haben sie bei uns Glaswasserkabel hier verteilt. Also, dann müsste ja schon mehr Power haben. 100k habe ich. Immer wieder kontrollieren. Die schreiben dir ja nicht, so, jetzt haben wir mehr Power. Du musst immer wieder selber kontrollieren, wann sie soweit sind. Wenn ich umgezogen bin, hab vielleicht mehr Power. Vielleicht. Oder habe ich dann vielleicht 150k Leitung. Aber ich bin zufrieden damit. Mit der 100k Leitung habe ich es gemütlich zum Livestreamen, Videos zu machen, Videos drehen. Also das Hauptkriterium für uns für die Wohnungssuche war die Internetleitung. Und wenn die nicht gepasst hat, dann haben wir die Besichtigung abgebrochen. Ja, wir haben die Wohnung gar nicht weiter geguckt. Wir haben im Hausgang, er hat uns die Tür von der Wohnung aufgemacht. Und dann habe ich das schon gefragt, bevor wir in die Wohnung reingelaufen sind.
Sind hier gute Internetleitungen verlegt oder schlechte? Und wenn er schlecht gesagt hat, habe ich gesagt, gut, wir sind fertig. Ich kenne die Wohnung wieder zu machen. Ich habe mal gar nicht die Zimmer angeschaut. Ach, was? Es ist meine Zeit, die dabei drauf geht? Und seine Zeit, weil ich die Wohnung im Endeffekt dann gar nicht will? Also warum Zeit schinden, wenn man es doch vorher abbrechen kann? Ja, stimmt. Aber wo ich wohne, ist nicht so wie bei dir. Man muss öfters bei uns suchen. Wenn du Glück hast, na. Gesucht. 3 Monate, oder? Ja. Und weißt du, wie lange ist so ein Sucher, Impi? 5 bis 6 Monate. Suche nicht aktiv oder ab und an mal. Ich suche jeden Tag. Und die Leute, die es auch kennen, suchen auch jeden Tag. Genau, Verfolgungsamt hier, gar nichts. Du wartest hier, schickst Briefe los, E-Mail los. Und bei mir war die letzte Besichtigung, wo ich die Mine bekommen habe, war Montag. Und der eine hat verlegt auf einen Freitag. Und hat vergessen, uns eine E-Mail zu schreiben, was passiert. Also wir hatten insgesamt innerhalb von den 3 Monaten 10 Wohnungen besichtigt. Und ein paar haben wir gar nicht erst besichtigt, weil wir vorher schon gesehen haben, dass die Leitung nicht passt. Ja, manchmal kann man es auch zu Hause schon gucken, bevor man mit denen spricht. Ein paar haben wir abgebrochen, weil Altbau. Boah, der Ende Altbau, noch nicht mal die Wände waren gerade. Aber die Wohnung sah trotzdem gut aus. Naja, jetzt bin ich froh, dass wir da gerade sind. Ja. Obwohl Altbau ist meistens kühler im Sommer. Es war, die Wohnung hatte halt sehr hohe Decken. Das war richtig cool. Mhm. Aber halt lauter so Abstellkammern. Also die Räume waren total klein und gedrückt. Riesenbalkone, so riesengroße Terrasse. Aber halt, du hast lauter so kleine gedrückte Räume. Im Nachhinein betrachtet wäre es cool gewesen, denn wir hätten jeder unser eigenes Zimmer. Zum Streamen. Ja, das stimmt. Jetzt musst du Impi in Teamspeak muten oder demuten, dass du... Von uns ist niemand gemutet. Nein, mit dem Sound hören, weil manchmal, wo Finzen redet, höre ich das bei ihr über Headset. Ja, oder auch umgekehrt. Das ist aber, weil ich dann über sein Mikrofon gehört werde, nicht weil wir uns im Teamspeak irgendwie muten müssen. Jazz, 16er ist ja ausreichend, wenn du nur online zockst, Handy benutzt und ja... Weiß nicht, eine Konsole, dann langt ja die 16er. Bei uns ist es ja das Livestreamen, dir ist gar nicht bewusst, das Uploaden und Hochladen, was das frisst. Livestream brauchst du circa, wenn du Flüssigkeit füllst, 50k Leitung. Hexen, bis 100k. Bei uns war es halt kurz so, ich stream und zock gleichzeitig. Fähige zockt und streamt eventuell. Das sind 2 Personen, 2 Rechner, jeder von uns nochmal mit den Handys, die Konsole hängt noch mit drin. Ja, wenn wir ganz krass sind, haben wir sogar im Hintergrund noch der Upload von einem Video für nur auf YouTube. Und dann darf der Stream immer noch nicht ruckle. Und deswegen war uns die Internetleitung sehr wichtig. Eine 16er, aber dann mit so viel Hochrespekt. Ist dein Upload vielleicht höher eingestellt als dein Download? Das kann natürlich sein. Man muss nachschauen, Internet-Speed-Test kann er machen. Weil ich weiß selbst, wo man eine 2K-Leitung hatte. Habe circa 1/2 Stunde gebraucht, bis mein Video hochgeladen ist auf YouTube. Alter! Ich bin extra heute so früh aufgestanden, dass ich wieder mit dir arg spielen kann, aber was passiert, du bist heute eines online gewesen in der Früh. Ich hab Twitch gebastelt. Ja, aber umsonst früh aufgestanden. Wieso? Du hättest keine Arbeit. Ich hab keine Arbeit. Im Tribe. Außer mal so in Real Life.
Mich interessiert Three Life nicht. Emmy interessiert mich Three Life. Nein, du weißt gar nicht, was das ist. Aber weißt, wann Essen kommt. Ja, das Essen kommt zu mir an den Platz. Nicht mehr, das war früher so. Jetzt gehst du brav mit dem Fähnchen an den Tisch und isst. Beim letzten Livestream nicht. Oh. Das ist also zu mir, komm. Ich könnte mich wieder dran gewöhnen. Dann gibt's Ärger. Von Amy. Dann gibt's einfach kein Essen mehr gemacht. Guck, noch schlimmer. Wie das Lagerfeuer brennt. Sinner, wenn ich nicht streamen kann, dann ist Fesche schuld. Weil ich hab dann warum? Mal Essen machen und so lange kann ich nicht livestreamen. Wie ich mal Essen machen muss. Vincent kocht immer. Oder du, Impi. Geht dich das was an? Real Life existiert nicht, schon vergessen? Die kleine Fee? Hast du Bock mit wieder PUBG zu spielen wie letztes Mal mit Mowgli? Und Ziele zu machen oder nicht? Nicht jetzt, später meine ich. User in your channel was kicked from the server. Das ist Impi. Im Moment nicht. Er hört dich nicht mehr. Aber die anderen hat. Ja, die anderen. Ich bin zu zweit. Er hat ja Drache verhalten. Und jetzt will er mal noch meine Arbeiterin abnehmen. Na, nicht jetzt nach dem Nightstream. Dann gehen wir schlafen. Wir waren noch nicht mal fertig zum Reden und wurde gleich gekickt. Michi, das ist Impi. Das macht er grundsätzlich. Oh, das geht Bamba. Mit ungefähr jeden. Das ist so sein Ding irgendwie. Ja, ich hab halt die Rechte. Er muss zwischendurch seine Macht mal kurz zeigen. Richtig. Wie geht's dem Captain Rex? Der schläft. Ja, allgemein. Dass der nämlich aktiv ist, weiß ich. Jetzt. Ja. Sind halt eben ein bisschen ruhiger gerade geworden. Ich dachte, er spielt in einem Tribe, weil er im TS-Event in einer großen Gruppe ist. Ja, aber der ist auch manchmal, wenn der nicht spielt oder so, bei anderen Reden. Also der quatscht eigentlich überall, der hat also ja irgendwie... Also ist das kein Tribe, sondern einfach nur für die Gruppe. Ne, kann auch ein Tribe sein. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht sieht er Judas Stream. Wiederholen. Ja, man muss auch mal sagen, ne, dass Jason und du, ihr passt nicht mehr zusammen. Mhm. Weil, nicht weil ihr euch jetzt nicht versteht oder so, sondern ich meine das so, dass Jason ist halt in einem Alter, der will das Spiel spielen und Spaß haben. Und wenn du zockst mit deinem Tribe, möchtest du, du möchtest, ja, richtig. Und das passt nicht zusammen. Beide seid ihr nicht verkehrt, ne? Also versteh mich nicht falsch. Aber das passt halt eben nicht zusammen. Hat das Spiel, wollte ich wissen, was Ira sich so macht. Manchmal will auch ein Spiel spielen, wo ich auch Spaß habe und nicht so wie mach das wie ein Projekt oder sowas. Ich kenne manche Leute, wo ich PUBG spiele, die eine sagt so gleich, du musst das und 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 das machen. Das fuckt mich ab und andere Leute ab, wo er dann die Oberhand nehmen will. Impi ist sich durchaus bewusst, dass er dadurch immer Leistung verlangt, auch Leute verliert. Also dessen ist er sich definitiv bewusst.
Nichtsdestotrotz will er die Leistung trotzdem haben. Nein, aber und jeder, der eigentlich ihn kennt und sich trotzdem bereit erklärt, mit ihm zu spielen, weiß das. Das kriegt jeder vorher zu hören. Wenn er mit mir arg spielt, dann muss er funktionieren oder ist verkehrt. Aber man hat auch zwischendurch mit ihm Spaß. Also das darf man jetzt nicht negativ sehen. Ja, richtig. Also man, ne? Wie ich es am Anfang gesagt habe, ich kann mitspielen, ist kein Problem. Aber wenn ich mal keinen Bock auf Ark habe, weil ich dann drei oder vier Gott, Tage lang Ark die ganze Zeit durchgespielt habe, dann hab Bock auf andere Spiele zu spielen, dann sag ich lieber mein Kopf so, ich spiele lieber andere Spiele für 1 oder 2 Stunden und dann wieder Ark 4 bis 5 Stunden lang. Ja, wenn man das Ark, wenn ich Ark öfter spiele hintereinander, dann verliert einen Bock auf Ark für einen Monat lang. War es bei mir auch früher so, deswegen mache ich es im Abstand ein bisschen, dass ich es abwechslungsreich mache. Und den Spielen her. Seit die Operation draußen ist, hab was gern Ark mehr gespielt, weil ich den Operation Kack nicht mag. Ah, also brauchst du kein Wingsuit. Wingsuit? Ich meine, die Map, wo ist, weil da nicht. Du brauchst Operation, Sarah, hast du gerade gesagt. Wingsuit ist Operation. Weil das Operation Kack, weil er die Map nicht ausgehen und da. Ja, das ist doch normal. Dann geh auf die Map und lern die Map kennen. Doch, Jess, mich hat es losgelassen. Ist das der Tim aus dem Twitch-Chat? Ja. Ja. Also gehe ich jetzt mal von aus. Der ist mir. Muss ich hier immer gegen die andere Twilight battlen. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe vor ein paar Tagen selbst überlegt, na, sollst du mal kurz bei Impi einem Schreiber ein bisschen Farm helfen? Und ja, habe ich es dann doch nicht gemacht. Aber der Gedanke war da. Weil wir auf Operation waren. Nein, weil ich denke mir, ich hätte das mal wieder gefreut nach so langer Zeit. Aber ich muss auch dazu erwähnen, ich bin nicht mehr so wie früher. Weil, ja, ich bin eigentlich mehr Noob geworden. Ne? Also ich bin total aus dem Spiel raus irgendwie. Und zu lange als Admin halt. Ne? Mhm. Muss ich aber auch sagen, ich war zu lang Admin. Also was ich jetzt schon wieder Sache gezeigt kriegt habe, hast du es gesehen im Stream jetzt eigentlich schon? Ich hab mir nicht alles angeguckt. Warte, ich renn noch mal hin. Wenn meine Pfeile endlich durchgelaufen sind. So, jetzt. Wir haben, ich muss sagen, ich hab's als Admin entdeckt auf dem eigenen Server bei einem Tribe und hab mir es dann zeige gelassen. Weil als Admin probiert nachzubauen, schaut er das an. Ne? Also. Das ist die neue Art, Gartenhaus zu bauen. Weil okay. Aber nur, wenn man S Plus auf dem Server hat, ne? Am Schulstift okay. Ist es doppelt die Arbeit. Das sind einfach mehrere Schichten an deine Pflanzentöpfe. Und die sind aber alle befüllt. Das geht. Da sieht man es, da sieht man die Blätter hängen. Und es funktioniert halt nur mit S Plus, weil da die zwei Typen, die machen das ja automatisch. Du laufst dann also einfach nur drin an die zwei Typen und entnimmst die Sache, die du willst. Mhm. So an deine Pflanze, wie sie da oben rauskommt, sieht man, dass es mehrere innen sind. Also wenn Emmy Ark spielt, ist es meistens, wenn Emmy einen Server hat und dann so bei Events oder ein bisschen bauen oder sowas. Emmy also ist dann fürs Auge ist Emmy. Wenn wir da zum Beispiel sage ich jetzt, ja, wir machen Dino Racing. Und dann setze ich einen Klotz hin mit deiner Boxe für jeden Läufer. Und Emmy guckt sich dann deine Block an und sagt, ach, Impi, da muss Farbe dran.
Ja, und nicht, also und Beleuchtung. Und, ne? Und Beleuchtung Feuer und ja, ja. Gericht. Und warum hast du das schon wieder aus Metall gebaut? Ja. Wenn man schön baut, baut man nicht mit Metall, hallo? Doch. Nein. Nein, mit Kristall, Metallkristall. Ist das nicht irgendwie so halbwegs das gleiche? Nö. Und Kristall kann man von innen nach außen ziehen und dann kannst du nicht von außen nach innen. Und dann ist komplett Kristall drin, kannst du wie Fenster rein und raus schauen. Okay. Warum startest du kein Bauevent? Wir müssen die Popularität pushen, schreibt gerade Insane auf dem Server. Ich tue mein Bestes gerade. Amy, was wolltest du von mir? Jess fragt, warum startest du kein Bauevent? Bauevent. Wie soll sich das Bauevent äußern? Und ein Schreibfehler bei deinem Recent Donation Ticker Credits. Hoppla. Alles klar. Und ich hock auf den Scheißhaus. Das wollten jetzt alle das wissen. Das kannst du etwas umschreiben, Michi. Tut mir leid, im Spiel nicht in real life. Das kannst du trotzdem umschreiben. Okay, ich bin lieb in der... Du schaffst das. Ich sage lieb gern auf den Stuhl, wo der Stuhl in der Mitte ein rundes Loch hat und da drinnen ist Wasser gefüllt. Und ich warte, bis mir ein kleiner Klumpen rauskommt. Nee. Sehr schön. Jetzt warte kurz, ich muss gucken, ob der sprechen kann. So, zeig mal, dass du ein Mikrofon hast. Mit B, denke ich mal. Gut, ich spreche kann er. Hallo? So, Sponge bei unsere Bette dann, ne? Ja, so macht das MP. Nein, Armee! Empfange. Wir haben mehreren Betten auf der Karte verteilt. Er wird schon finden. Gut, Stammchat funktioniert schon mal. Sinner, er war vorhin noch im Stream-Chat, jetzt ist er schon im Tribe. Jetzt guckt man natürlich auch, was ich Halle kann. Ja, bei MP fliegt man sehr schnell. Ich bin ein strenger Owner. Jeder bekommt die gleichen Mats und wer das schönste Hausgebäude baut, gewinnt was zum Beispiel. Ein bisschen die Kreativität fördern bei den Kids. Mein Gott. Eiskalt ab. Oh, ja, das gehört da wahrscheinlich nicht mehr zu. Mann, das kennt von meinem aus mit diesen PvE-Surfer. Daher mag ihn bin ich so gern, aber wenigstens schon. Ja, aber das Problem sehe ich auch im was gewinnen, ne? Ja, was sollen die Leute gewinnen, wenn sie dann schön gebaut haben? Weil die spielen ja nicht auf dem Server, ne?
Welcher, wo ist der Spieler? Hier noch nicht aufgetaucht. Also ich habe hier den Better Hauptbase genannt. Ja, da ist er da. Gut, Einweisung, Lager, bla bla bla. Ne? Wenn ich dich noch länger darum renne, sie nackig, bringe ich dich um. Ja, denn? Der nackig ist. Und ich rette nicht vom Neue. Einmal zu Feechen, die weist schon die Base in. Jetzt hat er mich nicht gehört. Feechen, du bist lauter im Game. Einmal mir folgen, bitte, für die Base-Einweisung. Hast du eine verstanden? Hinter da ist Feechen. Ich hasse das Ingame. Sorry. Hier unten ist der Crafting-Bereich und mir nach. Gut. Fischer macht das. Impi, schau mal. Ja, ich hab sie. Gewählt dir das oder Adler? Warum hat denn der Rex hier keine Werte drin? Keine Ahnung, das ist nicht. Hier oben ist der Lager. Ist das meine? Oh, das ist meine. Alles mit Schilden und hier kannst du die Rüstung nehmen. Geben ruhig Blueprint-Werkzeug. Ah, ja, Blueprint-Werkzeug, wo man immer wieder machen können. Schnapp da ein guter Petri. Ei. Und werf's hier und er soll's entgehen, damit er schon mal ein Petri hat. Ich weiß, dass man Schrott Petri sind, aber ein Petri ist ein Petri. Drache haben wir im Moment Kenny. Doch, ganz low level. Brauchen wir gar nicht züchten. Ja, ich meine Ausbrüter, die sind so low, vergiss es. Kommt da kein Meter weit. Gäb schon noch ein Terzi und noch ein Rex und nur Ankylo. Das soll er alles entgegennehmen. Oder check erstmal ab, wie aktiv der ist. Wie oft er so spielen kann. Dann weiß ich, was er für Tiere kriegt. Aber Petri kriegt er schon mal. Oh Mann. Naja, Terzi, Petri und Rex kann auf jeden Fall ja, haben. Aber wenn er selten online ist, dann braucht er das nicht. Naja, Rex und Petri kann er mal haben. Wolltest du deinen neuen nicht aufs TS holen? Noch nicht. Sonst hätten die Leute mal gesehen, wie man praktisch, wie die Aufnahme ist. Die Aufnahme führt gerade Feige durch. Ich hoffe mit dem Marsch. Ach so, ne, das haben wir jetzt nicht gemacht. Ich habe nur schon abgeschlachtet. Das wäre der Anador im Chat geschrieben. Eiskalt abgeschlachtet. Ich bin auf einen Zug geflogen, hab gefragt, hast du ein Mikrofon? Dann kam die Bestätigung vom Mikrofon. Und dann habe ich ihn eingeladen, dann war er schon tot. Ja, ist auch MP, der schlachtet halt eben. Auch AFKler, ne, wenn die im AFK ja. In der Gegend rumstehen. Ja, bei den Server, die mir spielen, ist NRW AFK geht, ganz gefährlich.
Wenn jetzt zum Beispiel alle aufgehen und der Alaf Kala rumsteht und immer noch nicht aufgeht und der Tribe aber offline ist, kann die Base trotzdem angegriffen werden, nur weil der AFK rumsteht. Weil der Offline-Damage nicht angeht. Das ist jetzt auch noch harmlos, muss ich euch sagen. Weil Impi, ne, also wenn ich mal an Beam denke, oh, oh mein Gott, wir hatten uns regelmäßig so in den Haaren gehabt. Alleine nur, weil er war ein Ekel gewesen. Boah, ich muss das wieder werden. Nein. Och. Schaffst du außerdem nicht, zu dem Zeitpunkt hattest du Fähigchen nicht und die hält dich so ein bisschen weich und geschmeidig. Ja, Fähigchen hat schon gesagt, schmeißen jetzt bloß nicht aus dem Tribe, weil er die Drache verheizt hat. Nein. Ja. Michi, Fähigchen hat dich gerettet, vorhin. Ich hätte ihn rausgeschmissen. Du musst den Petri übernehmen. Hat er den Petri? Gut. Wenn nicht, geben wir hier es und ja. Check ab, ob Stream möglich ist. Emmy, er ist schon jünger und ich weiß nicht, streammäßig mit einem Junge. Jetzt ist fast 23 Uhr im Bier. Er muss ja eine Schlappe im Bett gehen. Das meine ich nicht. Ja, schwierig. Kenne ich mich jetzt nicht mit aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ich habe ja Twitch-Debüt, deswegen vorsichtig. Ich will nicht gleich an dem ersten Tag verkacken. Geh rein, hol dir aus der Smithy Werkzeug, hol dir oben Gustung, statt dich aus und... Ich denke, ich werde jetzt mal bei mir die Leistung jetzt mal bei mir beenden. Sagen, dass er sich nicht um die Petri kümmern muss. Morgen wird er dann ausgewachsen sein. Ja, mit dem Petri, das läuft alles automatisch. Wir haben die Nanny, die imprintet den, der hat jetzt Futter drin. Morgen ist er dann ausgewachsen. Starte dich erstmal drin aus. Sorry fürs Rumstehen, aber ich check grad, wer Tim eigentlich ist. Wer denn? Ei, wie viel Spielstunde und so weiter. Das gucke ich gerade nach. Und jetzt weißt du, wer er ist? Zumindest mal seine Spielerfahrung in Ark. Ja. Und ob es einer ist, wo vielleicht Tribe zerstören will. Weißt du, man hat ja so viele Feinde. Ja, ja, das und dass stimmt. Dass jetzt vielleicht einfach nur Stimmeverzerrer ist oder so. Bei dir ist das auf jeden Fall schon krass mit den Leuten, die einfach nur zerstören wollen. Das stimmt. Aber ist nicht so. Es ist jemand Neues. Richtig neu. 94 Spielstunde. Ja, aber hinter jedem so einem aber kann ein Supertalent stecken, ne? In Sachen Snipern oder sonst was. Guck dir Jason an. Ich mag so ein Steam-Club, wo er dabei ist. Das Schweizer Imperium. Und er hat da Darth Vader als Steam-Bild. No. Na, wir gucken nur uns an. Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal auf Twitch. Wir werden uns die Tage bestimmt nochmal sehen. Noch ein paar Sachen verändern und vielleicht beim nächsten Mal dann mit Nightbot. Sieht man ja dann. Wir verabschieden uns von euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. I don't blackouts every other night.